Ja, dann sind wir ja auf die Minute Genau. fast genau Dann sind wir, im also wir Programm. haben 10:01 Uhr. Herzlich willkommen. Mein Name ist Amel Dine und wir freuen uns, Sie im Namen des bundesweiten Netzwerks des House of Resources zu der Veranstaltung Gestaltung einer demokratischen Einwanderungsgesellschaft und die Rolle der House of Resources begrüßen zu dürfen. Bevor wir gleich einsteigen, möchte ich Ihnen einige technische Hinweise nochmal mitgeben. Bei technischen Problemen nutzen Sie bitte den telefonischen Support unter der Nummer 030 23 98 93 91 oder schreiben Sie uns im Chat. Während der gesamten Veranstaltung werden Sie weder mit Kamera noch mit Mikrofon zugeschaltet. Gerne können Sie aber über den Chat Ihre Fragen und Kommentare anbringen. Aufgrund der Kürze der Veranstaltung im digitalen Format können wir allerdings nicht garantieren, dass alle Fragen, die im Chat angeworfen wurden, auch tatsächlich aufgegriffen werden. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und es werden weder die Namen der Teilnehmenden noch der Chat in der Aufzeichnung zu sehen sein. Livestream ist über YouTube und ja, ich wünsche uns jetzt eine gelungene Veranstaltung. Vielen Dank auch für die technischen Hinweise. Und laut Programm darf ich den Herrn Martin Lauterbach einmal dazu einladen, das Grußwort für heute mitzuteilen. Jetzt bitte Herr Lauterbach kann Video einschalten. Ja, das sind die heutigen Herausforderungen in Zeiten der Zoom-Meetings und vor allem Livestreams. Aber wir kriegen das sicherlich hin. Ah, da steht, dass Herr Lauterbach sich nicht einschalten kann. Vielleicht gibt es da dann von technischer Seite die Möglichkeit, die Mikrofone entsprechend freizuschalten. Jetzt Nicht. geht's. Wunderbar. Wunderbar, Vielen, sehr gut. vielen, vielen Dank. Also die wichtigste Hürde ist schon mal genommen. Ich freue mich, Sie jetzt hier im Namen des Bundesamts für Migration begrüßen zu können. Danke auch für die Einführung schon mal. Dass ich jetzt ein Grußwort sprechen darf, will ich ganz kurz halten, weil wir haben illustre besetzte Panels, die, glaube ich, sehr viel mehr inhaltlich in die Zukunft gerichtet diskutieren können. Demokratische Einwanderungsgesellschaft gestalten, Rolle der Houses of Resources richtet sich ja nach vorne. Ich will da mal einmal kurz einen Blick zurückwerfen, wo wir herkommen und was die Idee dahinter war und vielleicht mit ein paar Ideen, die wir im Moment neu auflegen, sie dann in die Diskussion entlassen. Also wir waren, das ist ja eine Idee, ich sage es bei jeder Veranstaltung dazu, wo wir uns das Copyright geliehen haben vom Forum der Kulturen aus Stuttgart. Und als Herr Graser uns das vorgestellt hatte, haben wir gedacht, das ist was, was es wert ist, sozusagen in der Republik bundesweit sichtbar zu machen, dieses Konzept, diese Idee. Und deswegen sind wir in die Förderung der Houses of Resources eingestiegen. Und ich freue mich, dass ich so viele Vertreter mittlerweile und Vertreterinnen der Häuser heute online sehe. Und ich denke, dass so ein hochrangig besetztes Panel jetzt aus der Forschung, sowohl aus der Forschung als auch aus der Politik und von den Aktiven, das zeigt ja auch, wie erfolgreich die Idee war. Wir sind auch nicht gewohnt, zum Beispiel, dass Anträge der Integrationsministerkonferenz, alles, was das Bundesamt macht, unbedingt gutheißt und begrüßt. Das ist jetzt nicht das, was wir standardmäßig erwarten können. Umso mehr freut es uns, dass zum Beispiel auch die Integrationsminister einheitlich beschlossen haben, das unterstützt haben, diese Idee der Houses und Resources und dafür geworben haben, dass sie weiter stabilisiert und gefördert wird. Worum geht es? Es ist
Bestandteil der Engagementförderung, der Förderung des bürgerschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements. Und das ist für uns auch Bestandteil des Integrationsprozesses. Ich glaube, gerade nach der Flüchtlingszuwanderung jetzt 2015 sind ja so die ersten Schritte, so diese formalen Geschichten mit Spracherwerb und Arbeitsmarktorientierung, da sind die ersten Schritte geschafft. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, und ich denke, so verstehe ich auch die Diskussion heute, dass es da, wie es dann eben weitergeht und dass qualitative weitere Schritte folgen. Und ein Element davon ist eben das bürgerschaftliche und das zivilgesellschaftliche Engagement als, ja, als Motor auch der Integration, aber auch als Teil als Schule der Demokratie im besten Falle und als um eben das eigene Umfeld mitzugestalten und Teilhabe zu organisieren. Jetzt haben Migrantenorganisationen natürlich in dem Bereich auch mit strukturellen Hürden zu kämpfen. Sowohl die klassischen Engagementformen, ich nenne nur als Beispiel das Vereinsrecht, bis hin zum Zuwendungsrecht der öffentlichen Verwaltung, das alles sind keine Selbstläufer, das sind Dinge, die nicht leicht zugänglich sind. Und wir bemühen uns mit diesem und anderen Förderprogrammen, die Hürden dafür, für diese strukturellen Hürden zu senken und das sozusagen leichter zu machen, sich in dem Bereich zivilgesellschaftlich zu organisieren. Sie kennen alle das Programm der Strukturförderung der Migrantenorganisationen auf Bundesebene. Das hat für uns im Bundesamt ein Stück weit damit angefangen. Das sind ja Organisationen, die schon etwas reifer sind, die einen höheren Organisationsgrad haben und die wir versucht haben, ein Stück weit noch mehr zu professionalisieren, um die Wirksamkeit im politischen Prozess zu erhöhen. Und wir haben jetzt das sozusagen über die Ebenen bis auf die kommunale Ebene nach unten versucht, weiter zu begleiten. Und da ist eben an dem anderen Ende der Organisationsdichte sozusagen, also gerade für Organisationen, die am Anfang stehen und die erst die ersten Schritte gehen, leisten eben die Houses of Resources wertvolle Dienste. Dass man genau das eben gezeigt bekommt, wo macht es Sinn, sich zu vernetzen, dass man Infrastruktur zur Verfügung gestellt bekommt, das brauche ich Ihnen ja alles nicht zu erzählen. Also ein Bestandteil davon, diese strukturellen Hürden ein Stück weit abzubauen. Wir haben noch weitere Dinge gemacht. Sie kennen alle die Verbandsakademie für Migrantenorganisationen, will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Und ich denke, dass man jetzt schon sagen kann, dass sich dieser Ansatz der Houses of Resources bewährt hat. Wir haben das ja, ich sehe Frau Bendel in der Kamera schon, auch der SVR hat ja dazu eine Studie gemacht, sie werden sicher dazu noch ausführen, die für uns sehr spannend war und die uns auch darin bestärkt hat, in dem, was wir da in dem Bereich versuchen, mit Ihnen allen zusammen anzuschieben. Ich freue mich auch, dass es jetzt gelungen ist, über den Kabinettsausschuss gegen Rassismus und Rechtsextremismus der Bundesregierung noch weitere Mittel zu akquirieren, damit wir inhaltliche Maßnahmen noch weiter machen können. Und wir wollen bei dem, was wir haben, auch nicht stehen bleiben. Deswegen werden wir jetzt im Herbst starten, unser Bundesprogramm für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das sind die gemeinwesenorientierten Projekte, die als solche bekannt sind. Und da werden auch die Houses of Resources eine Rolle spielen, indem sie nämlich zumindest die sie jetzt drauf beworben haben, unsere sogenannten Projektschmieden für uns umsetzen. Und die Idee dahinter ist eben, Initiativen von der Idee zum fertigen Projekt zu begleiten, um da nochmal so ein Stück weit Unterstützung zu leisten. Das sind jetzt nur wenige Schlaglichter dessen, was sich aktuell tut. Und ich will das damit auch gut sein lassen, denn ich glaube, ich freue mich jetzt auch darauf, Ihnen zuzuhören, die Erfahrungen aus der Praxis sozusagen im Austausch mit der Wissenschaft und dann natürlich zu erfahren, wie sich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Politik dazu positionieren. Ich kann zu der Grundsatzfrage, wie es längerfristig weitergeht, jetzt 2 Wochen vor einem wichtigen Wahltermin, natürlich als Vertreter der Verwaltung keine klaren Aussagen treffen. Das wird sehr davon abhängen, denke ich auch, wie die politischen Entscheidungen dann fallen. Vielleicht bekommen wir dazu in dem zweiten Panel entsprechende Hinweise oder entsprechende Positionierungen. Damit aus meiner Sicht gutes Gelingen, spannende Diskussion. Ich freue mich jetzt darauf, den Mund zu halten und Ihnen zuhören zu können. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen.
Vielen Dank, Herr Lauterbach, für Ihr Grußwort. Und auch ich bin sehr gespannt auf die heutigen zwei Gespräche, die, wie Sie ja schon angemerkt haben, wirklich mit tollen Panel-GästInnen besetzt sind. Und da die Zeit nicht mit uns sozusagen läuft, oder sie läuft mit uns, aber wir sicherlich eigentlich noch viel länger über die jeweiligen Themen und Gespräche sprechen könnten und sollten und uns austauschen sollten, nutzen wir einfach das, was wir heute zur Verfügung haben. Ich darf für das nächste Panel meine GästInnen einmal vorstellen. Und zwar wäre das einmal Professor Dr. Petra Bendel. Sie ist Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration, Professorin für politische Wissenschaft, Leiterin des Forschungsbereichs Migration, Flucht und Integration an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Vielleicht, dass wir auch schon mal einen kleinen akustischen Check haben, dass Sie uns einmal kurz Hallo sagen könnten, Professor Hallo, Dr. vielen Dank Bendel. Für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr schön. Wunderbar. Dann habe ich als nächstes Professor Dr. Haji Halil-Uslukan im Panel. Er ist Professor für moderne Türkei-Studien an der Universität Duisburg-Essen, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkei-Studien und Integrationsforschung. Auch ein herzliches Willkommen meinerseits und ich hoffe, dass Sie an der Stelle Sie kurz sehen und hören können. Hallo, grüße Sie zurück. Hallo, guten Morgen. Dann habe ich als nächstes Sonja Frothan. Sie ist Vorsitzende von EFNIS e.V. in Magdeburg. Hallo, ich begrüße Sie alle. Danke. Schön, guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sein können. Dann darf ich als nächstes Olympio Alberto auch noch herzlich willkommen heißen. Er ist Vorstand des Welthaus Stuttgart e.V. und Bazzaruto e.V. in Stuttgart ebenfalls. Können Sie uns hören? Wir sehen jetzt gerade nur eine dunkle Kachel. Falls es da vielleicht Feedback aus der Technik gibt. Herr Alberto kann noch nicht den Zoom-Meeting anschließen. Irgendwas mit der E-Mail-Einladung jetzt. Es gibt ein technisches Problem. Leider. Okay. Wir machen das dann gucken. Genau, dann gucken wir, ob das vielleicht gleich nochmal funktioniert. Währenddessen möchte ich sehr gerne einmal Susanne Zastrau willkommen heißen von der Projektleitung House of Resources am Rhein-Main bei Berami e.V. Guten Morgen, danke schön. Guten Morgen, wunderbar. Und dann einmal noch Ron Müller, Projektleitung von House of Resources Halle beim Verband der Migrantenorganisation Halle-Saale. Jetzt hoffe ich auch, dass das da technisch funktioniert. Ja, auch von mir guten Morgen in die Runde. Sehr gut. Wunderbar, dann werden wir einfach sehen, was sich technisch gleich noch ergibt bei dem Herrn Alberto und hoffen, dass er dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch dazustoßen wird. Ja, wie eingangs kurz erwähnt, mein Name ist Shannon Bobinger und ich freue mich eben, die heutigen Panel moderieren zu dürfen. Wir möchten in diesem Panel darüber sprechen, wie gelingt Partizipation in der postmigrantischen Gesellschaft und vor allem, welche Rahmenbedingungen braucht zivilgesellschaftliches Engagement. So. Ich würde gerne die erste Frage an Frau Bendel stellen. Und zwar trägt ja die Veranstaltung heute einen relativ großen Titel. Und daher würde es mich interessieren, was haben die House of Resources ihren Forschungsergebnissen nach mit der Gestaltung unserer Einwanderungsgesellschaft zu tun? Vielen Dank, Frau Bobinger. Liebe Engagierte der House of Resources, Herr Lauterbach hatte schon erwähnt, der Forschungsbereich des Sachverständigenrats für Integration und Migration hat im letzten Jahr eine Studie gemacht unter dem Titel Vielfältig engagiert, breit vernetzt, partiell eingebunden, Fragezeichen. Das ist der Titel dieser Studie. Und geschätzt wissen wir, dass 12.400 bis 14.300 in Deutschland aktive Migrantenorganisationen, die gestaltende Kraft dieser Gesellschaft sind, ein wichtiger Teil der zivilgesellschaftlichen Landschaft. Und in dieser Studie, die auf einer Online-Befragung und auf Leitfadeninterviews unter über 760 Migrantenorganisationen basiert, äußerten Migrantenorganisationen ihr Selbstverständnis und auch einschlägige Bedarfe, um nicht nur partiell eingebunden zu sein, wie der Titel dieser Studie ja sagt.
Migrantenorganisationen, so hat sich gezeigt in dieser Studie, verstehen sich durchaus weiterhin auch als solche, als das, was sie bezeichnet werden, Migrantenorganisationen, aber auch als Kultur, als Bildung oder als Jugendorganisationen. Sie sind multifunktionale Teilorganisationen, sie sind kulturpflegende Organisationen. Und sie sind in vielfältige Netzwerke, zivilgesellschaftliche Netzwerke eingebunden, was schon darauf verweist, dass sie sich eben nicht nur auf das Thema Migration und Integration stützen. Sie arbeiten fast nie isoliert, sondern sie sind in vielfältigen Netzwerken. Und aktiv und erfolgreich auch bemühen sie sich um Fördermittel. Und ihre Chancen auf Förderung steigen erheblich, wenn sie professionell arbeiten, wenn sie hauptamtliche Strukturen aufweisen und wenn sie damit wichtige Partner in der Integrationsarbeit sind. Und dazu braucht es, so die Studie, vielfältig engagiert, breit vernetzt und partiell eingebunden, die jetzt gerade auch im Chat verlinkt wurde, entsprechende Partner. Die Politik, so die Handlungsempfehlungen des Sachverständigenrats, des Forschungsbereichs des Sachverständigenrats, sollte Migrantenorganisationen darin unterstützen, strukturelle Defizite abzubauen, so wie es auch im Eingangsstatement Herr Lauterbach erwähnt hat. Sie sollte aber zugleich eine Sonderbehandlung vermeiden. Ein solches, wir nennen das im SVR Mainstreaming, bei dem eben nicht nur Themen der Migration und der Integration, sondern auch die Strukturförderung, der Kapazitätsaufbau in den Fachabteilungen, etwa in Bildung, Sozialem oder Jugend, diversitätssensibel behandelt wird, in denen Migrantenorganisationen weniger Fördergelder erhalten, obwohl diese Bereiche sehr integrationsrelevant sind, wird von uns unterstützt. Dieses Vorgehen soll den Migrantenorganisationen den Zugang zu fachspezifischer Förderung erleichtern, aber auch den Zugang zu Fachgremien und Fachverbänden. Das heißt, die Ergebnisse dieser Befragung entsprechen in sehr hohem Maße den zentralen Zielen der Houses of Resources. Und damit kommt die Studie des SVR-Forschungsbereichs auch zu dem Schluss, dass eine Verstetigung sowie ein Ausbau auch dieses Angebotes sinnvoll sind. In unseren qualitativen Leitfaden-Interviews, wenn ich das so Bullet-Point-mäßig noch erwähnen darf, wurde deutlich, dass sich Migrantenorganisationen Folgendes wünschen: mehr ideelle Unterstützung bei ihrem Strukturaufbau, insbesondere zu ihren konkreten Informationsbedarfen passende Hinweise und mitunter auch eine ganz individuelle Beratung beim Stellen von Förderanträgen. Sie wünschen sich Qualifizierungsangebote, zum Beispiel in den Bereichen Vereins- und Projektmanagement. Sie wünschen sich Möglichkeiten, technisches Equipment auszuleihen und zu nutzen. Ich nehme an, dass das in der Folge jetzt von Corona und den vielen digitalen Hybridveranstaltungen noch gestiegen werden sein wird. Sie nutzen sich auch Möglichkeiten zur Nutzung von Räumlichkeiten. Und der zweite große Bereich, den die MO-Studie empfiehlt, ist bei der Weiterentwicklung des Ansatzes der Houses of Resources unter anderem folgende Schwerpunkte zu beachten. Ich zähle die nur auf. Erstens, weiterhin einen Fokus auf kleine, ehrenamtliche und auch nicht formalisierte Vereine zu legen, die sich mehr Unterstützung wünschen und sehr oft aus eigener Kraft gar nicht stemmen können, zum Beispiel Förderanträge zu schreiben. Sie wünschen sich digitale und hybride Beratungs-, Informations- und Bildungsformate, Fortbildungsformate auszubauen, um das Einzugsgebiet der Houses of Resources zu erweitern und auch eine Einbindung von Migrantenorganisationen in ländlichen Regionen zu erleichtern. Hier scheint es auch überprüfenswert, ob eine Kostenübernahme zum Beispiel bei Fahrten in die Houses of Resources angeboten werden kann. Und last not least die grundsätzliche Offenheit des Houses of Resources Angebots auch für nicht-migrantische Vereine beizubehalten, denn hierdurch wird potenziell auch der Austausch zwischen Migrantenorganisationen und anderen Vereinen weiter gestärkt. In diesem Sinne volle Unterstützung und Dank seitens der Wissenschaft des Sachverständigenrats für die Idee und das weitere Engagement der Houses of Resources. Vielen Dank dafür. Das sind ja einige Punkte und darauf werden wir vielleicht auch noch mal im laufenden Gespräch eingehen und vielleicht haben auch die anderen Panel-GästInnen das eine oder andere, dass sie dem noch hinzufügen möchten. Vielen Dank an dieser Stelle. Eine Frage an Sie, Özlukhan. Wie kann denn das House of Resources zur Sichtbarkeit und Stärkung von Engagement beitragen, das vielleicht auch noch nicht in Vereinen organisiert wird?
Also zunächst vielen Dank, liebe Petra. Ich glaube, das, was sozusagen der SVR in seiner Studie zusammengefasst hat, wo ich noch das Glück hatte, noch daran mitzuwirken, deckt sich wirklich voll und ganz mit den Studien, die wir im Zentrum für Türkei-Studien bezogen auf türkeistämmige Migranten in Deutschland zur Frage von politischer Partizipation, Engagement, Verein und so weiter gemacht haben. Sowohl was die Bedarfe als auch sozusagen die Funktion. Deshalb ist das wirklich eine schöne Koinzidenz, sozusagen. Wir haben es mit einer spezifischen Gruppe gemacht und der SVR hat es ja mit einer viel größeren Stichprobe. Aber sowohl was sozusagen die Bedarfe, auch der Bedarf nach Professionalisierung, nach Vernetzung, nach stärkerer Akzeptanz, Vermeidung von Marginalisierung im Sinne von, das sind nur Migrantenvereine und das sozusagen tangiert die Mehrheitsgesellschaft nicht. All das sind Rückmeldungen, die wir von Migrantenorganisationen, also insbesondere von Türkeistämmigen bekommen haben. Also das ist sozusagen quasi, was es zu vermeiden und was es zu tun gibt. Ich will aber, Ihre Frage habe ich im Kopf, ich will nur einen Schritt vielleicht zurückgehen. Warum ist es wichtig? Man muss die fundamentale Frage stellen, warum es wichtig ist, Migrantenorganisationen oder Migranten-Selbstorganisationen, manchmal wird von MO und MSO gesprochen, stärker einzubeziehen. Ich bin von Haus aus Psychologe und würde hier sozusagen drei zentrale Gründe nennen. Einmal ganz klar psychologische. Das heißt, dort, wo Menschen eingebunden sind, ja, dort, wo Menschen sozusagen selbst gefragt sind, ist das Commitment viel größer. Auch die Möglichkeit sozusagen der Verhaltensänderung, der Einstellungsänderung, Einstellungswandel ist viel stärker, wenn ich selbst in Prozesse involviert bin, als wenn es mir nur vorgegeben wird oder wenn es paternalistisch von der Mehrheitsgesellschaft, sag mal, für Migranten erledigt wird. Ja, der zweite Aspekt ist der pragmatische. In vielen Punkten erreichen Migrantenorganisationen Zuwanderer besser. Ja, sie kennen ihre Bedürfnisse, sie sprechen dieselbe Sprache. Sie werden, und gerade sozusagen in sensiblen Zeiten, wie in den letzten 5, 6 Jahren, sie werden weniger als Opponenten wahrgenommen, wenn sie auch kritische Themen ansprechen. Also wenn ich beispielsweise, ich habe lange in der Gewaltforschung, Jugendgewaltforschung gearbeitet, wenn ich das Thema häuslicher Gewalt, Eltern-Kind-Gewalt als Türkeistämmiger gegenüber einer türkischen Gruppe anspreche, dann werde ich weniger mit einem Rassismusvorwurf konfrontiert, als wenn, ich sage mal, Sie als Weiße sagen, wir, ja, aber ihr Türken, so häusliche Gewalt, dann könnte man das schnell und auch andere kritische Themen zurückweisen und sich damit nicht beschäftigen. Das heißt sozusagen, bestimmte sensible Themen können leichter erreicht werden. Und der dritte, und das ist eigentlich ein zentrales Feld meiner Kollegin Petra, demokratietheoretische. Ich meine, Menschen leben schon so lange hier, 30, 40, 50 Jahre. Ich selbst bin in 2 Jahren 50 Jahre in Deutschland. Dass deren Interessen zu wenig berücksichtigt werden, zu wenig sozusagen in die Waagschale geworfen werden, immer noch als marginale Interessen, das ist demokratietheoretisch nicht vereinbar. Denn die Menschen sind sozusagen selbst den, ich sag mal, Herrschaftsregeln unterworfen und legitime Herrschaft ist nur dann legitim, wenn sie sozusagen quasi auch die Zustimmung der von ihr Beherrschten einholt. Und hier haben wir in der Tat strukturelle Probleme. Beispielsweise die Frage sozusagen der vollen Partizipationsrechte, wenn es um politische Teilhabe geht. Ja, ich spreche jetzt für die Türkeistämmigen, die Nichtakzeptanz von Mehrstaatlichkeit führt dazu, und das zeigen unsere Studien, dass viele Einbürgerungs-, ich sag mal, Berechtigte sich nicht einbürgern lassen, unter anderem, weil sie sagen, ich möchte meine türkische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben. Sie fühlen sich emotional gebunden und ja, dann verzichten sie, aber damit, dadurch verzichten sie auf volle Partizipation. Der zweite Aspekt, den Sie immer wieder erwähnen, zu sagen, ja, glaubst du, wenn ich einen deutschen Pass habe, bin ich von Rassismus gefeit? Also sozusagen wirklich Abbau der Diskriminierung. Es steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, jetzt bin ich Deutscher und jetzt verdiene ich Gleichbehandlung, sondern die Ungleichbehandlung im Alltag ist nach wie vor ein Aspekt, der viele von Engagement zurückhält. Also da brauchen wir wirklich ganz klare Veränderungen. Jetzt auf Ihre Frage direkt zurückzukommen. Wo gibt es auch Unterschiede? Ich glaube, ein Punkt, den vielleicht Petra jetzt nicht erwähnt hat, auch unterschiedliches, durchaus unterschiedliches kulturelles Verständnis von Ehrenamt und Engagement. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass viele sich engagieren, aber das gar nicht so als Ehrenamt sehen. Also beispielsweise Menschen, religiöse Menschen in der Moschee am Wochenende hingehen, dort beim Bau putzen, reinigen, sonst was helfen. Aber keiner würde auf die Idee kommen, bei einer Befragung zu sagen, engagieren Sie sich ehrenamtlich, das als Ehrenamt zu verstehen. Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Auch die Frage, wie über Ehrenamt kommuniziert wird. Im Türkischen gibt es diesen schönen Begriff, Hayır gizli yapılır. Das Gute wird im Verborgenen getan. Während wir im Deutschen sagen, tu Gutes und sprich darüber. Also im Sinne von sozusagen kommuniziere das Gute, ist in bestimmten kulturellen, religiösen Kontexten
man macht Gutes, aber sozusagen hält es unterm Deckel. Was zur Folge hat, dass vieles ehrenamtliche Engagement nicht gesehen wird, weil es sozusagen stärker von der Migranten-Community kommuniziert wird. Insofern müssten wir da, du hast es ja vorhin mit den kleinen Vereinen, die sozusagen eher so ja, im Kleinen vor sich hin vorstellen, aber zu wenig gesehen werden. Das heißt, wir müssen da stärker auch den Blick auf genau solche Aktivitäten richten. Wir müssen die Hürden sind nach wie vor für Engagement, gerade für vereinsmäßiges Engagement, sehr hoch. Ich will einen zentralen Aspekt nennen, die schriftsprachliche Kommunikation. Für Menschen, die nicht hier schriftsprachlich sozialisiert sind, ist nicht nur auf Deutsch zu sprechen, sondern auf Deutsch korrekt einen Antrag zu schreiben, zu sprechen, enorm schwer. Die Menschen können im Alltag gut Deutsch, aber den Antrag auf Deutsch zu verfassen. Das heißt, wir haben dort zum Teil sozusagen Hürden, die Menschen abhalten, sich viel stärker gesellschaftlich zu organisieren. Oft, das wurde, glaube ich, auch genannt, sozusagen das Vereinswesen ist etwas typisch Deutsches. Woanders sind Menschen auch organisiert, aber es sind lockere Assoziationen. Sie sind nicht protokolliert, sie sind nicht sozusagen quasi in Satzungen institutionalisiert, verregelt. Aber sie erfüllen eigentlich einen ähnlichen Zweck. Das heißt, wir müssen sozusagen quasi vielleicht auch weg von diesem sehr formal starren Blick, nur dort, wo vereinssatzungsmäßig Menschen organisiert sind, das als Organisation zu nehmen, sondern auch lockere Assoziation. Ein weiterer Aspekt, der vielleicht in der Debatte zu wenig kommt, gleichwohl der Trend bei vielen Migranten zeigt, dass mehr und mehr weg von Aufnahme gesellschaftlichen, sag mal, Problemfeldern hin zu Deutschland, aber eine transnationale Verbindung immer noch da ist in vielen der Organisationen. Und das wird vielfach skandalisiert. Also jetzt konkret ist in unseren Studien der Türkei-Bezug, weil natürlich in den letzten 4-5 Jahren das Verhältnis zur Türkei auch ein schwieriges geworden ist. Aber Transnationalität ist ein Normalfall, es ist kein Skandalfall. Und sozusagen Vereine, die, weil sie auch mit ihrem Herkunftsland, beispielsweise sozialdemokratische Vereine mit der türkischen Sozialdemokratie, auch sympathisieren und dort Kontakte haben, dass diese Art der Trend der Skandalisierung Menschen dann davor abhält, sich hier stärker zu engagieren. Das heißt, wir müssen auch viel stärker, sagen wir mal, transnationale Bindungen und Verbindungen als Normalität anerkennen. Aber ich finde vielleicht erstmal, ich hätte noch ein paar Punkte, aber erstmal vielleicht hier Schluss machen und nochmal auf gezielte Fragen eingehen. Ja, vielen Dank für Ihre Einblicke an der Stelle. Mhm. Gleichzeitig würde ich nochmal gerne nachhaken und nochmal auf meine Frage zurückkommen und da nochmal fragen, was denken Sie denn, wie denn zum Beispiel eine Institution oder Institutionen wie die Houses of Resources denn da unterstützend wirken können, um eben Sichtbarkeit und Stärkung von Engagement zu bewirken? Hm. Wie könnte das praktisch sozusagen aussehen? Ich meine, ein wichtiger Aspekt wäre ja sozusagen, ich denke, Sie sind interkulturell offen, aber die starke sozusagen interkulturelle Öffnung, auch Vermeidung von, ich sage mal nur, migrationsspezifischen Themen, denn Migranten sind ja nicht nur von migrationsspezifischen Themen betroffen. Das ist irgendwie oft so, dass die fokussiert und reduziert werden auf solche Aspekte, aber von Fragen von, ich sage mal, Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik und so weiter sind Zuwanderer genauso betroffen. Das heißt also, dort die Öffnung viel stärker machen, dann möglicherweise auch eine engere Zusammenarbeit, um die bereits Engagierten noch stärker ansprechen, denn das sind oft diejenigen, die dann andere ansprechen können. Ich denke, dass dort eine stärkere Zusammenarbeit, aber auch, was wir selber auch festgestellt haben, auch eine stärkere Professionalisierung, ja, dass viele vor sich hinarbeiten. Wir haben das in einer Studie festgestellt. Viele, die in deutschen Vereinen sozusagen sich engagiert hatten, aber kaum Aufstiegsmöglichkeiten hatten, weil sie schriftsprachliche Voraussetzungen nicht erfüllt haben, die irgendwann dann aussteigen oder sich dann in eigenethnischen Vereinen engagieren. Also so etwas sollte, glaube ich, auch gemieden werden. Engagement durchaus auch wenn es jetzt paradox ist, ehrenamtliches Engagement, man macht es ehrenamt, aber durchaus auch würdige. Ja, man denkt irgendwie, und da hatten Sie ja gerade auch so die kulturellen Differenzen aufgezeigt, dass es da vielleicht auch unterschiedliche Bedarfe gibt, das Engagement entsprechend nach außen zu kommunizieren. Da wäre jetzt meine Frage nochmal nach den Bedarfen. Gibt es denn den Bedarf dann auch von Seiten der migrantischen Organisation, dann das, was getan wird, auch stärker zu kommunizieren? Oder bräuchte es von der Mehrheitsgesellschaft sozusagen ein besseres Verständnis darüber, dass, auch wenn es nicht laut gemacht wird, es trotzdem anzuerkennen? Also ich glaube, das sind keine Widersprüche und keine Gegensätze. Mhm. Es muss verstanden werden,
dass es sozusagen anders wahrgenommen wird. Aber wenn es kommuniziert wird, wenn sozusagen eine Rückmeldung da ist, auch gewürdigt wird, gratifiziert wird, dann ist ja oft so, dass es sozusagen das Engagement ja auch steigt und auch die Akzeptanz, das wahrgenommen werden, das positive Feedback führt dazu, dass Menschen dann ihr Engagement steigern und andere sozusagen möglicherweise auch animiert werden, sich stärker zu engagieren. Und was ist aus Ihrer Perspektive, ich hatte vorhin, als Sie eingangs gesprochen haben, so mir das Schlagwort Selbstwirksamkeit aufgeschrieben. Ne? Und meine Frage wäre, was wäre vielleicht so, was könnte eine Aktion sein oder eine Stellschraube sein, an der diese Selbstwirksamkeit noch aktiviert werden könnte? Wenn man die Frage stellt, sozusagen, jetzt versuche ich aus der psychologischen Perspektive, die Frage stellt, wann Menschen ehrenamtlich engagiert sind, wann Menschen freiwillige Handlungen tun. Dazu hat die Psychologie wirklich ja viel geforscht und es gibt so einen Forschungsstrang von Dietz und Ryan, die über 20 unterschiedliche Studien oder in unterschiedlichen Feldern durchgeführt haben, die drei zentrale Aspekte identifiziert haben, wie wir Menschen motivieren können zu freiwilligem Handeln. Autonomieerlebnis, das ist ein zentraler Aspekt, das darf nicht sozusagen aufgezwungen, du sollst das machen. Kompetenzerlebnis, Menschen, die etwas machen, indem sie etwas machen, merken, ich kann das und ich kann es immer besser, sozusagen quasi während der Tätigkeit eine Kompetenzsteigerung erfahren. Und drittens, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, soziale Affiliation. Man begegnet Menschen, man trifft Menschen, mit denen man gern zusammen ist. Das heißt, allein die Präsenz sozusagen von Menschen. Und das heißt sozusagen, wir müssen auch stärker in Richtung Assoziation, Menschen zusammenbringen. Das sind drei zentrale Aspekte, Autonomie, Kompetenz, soziale Affiliation, die dazu führen, dass Menschen freiwillige Handlungen begehen. Und ich glaube, das ist sozusagen jetzt für Zuwanderer nicht anders. Wir müssen vielleicht einen Unterschied machen. Wir haben diese Debatte noch nicht. Das kommt ja häufig, ja, aber was ist mit Geflüchteten? Da sozusagen dieselben Voraussetzungen. Zum einen müssen Geflüchtete erstmal ankommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ein Großteil von ihnen hat traumatische Erfahrungen. Also von denen zugleich sofort zu erwarten, dass sie sich hier ehrenamtlich engagieren sollten, ist vielleicht zu hoch. Aber nichtsdestotrotz kann man beispielsweise auch dort schauen, wo es Kompetenzen gibt, zum Beispiel Dolmetscherfähigkeiten, Übersetzer, also wenn Menschen verschiedene Sprachen, dass man sie niedrigschwellig doch einbindet. Denn immer dort, wenn Menschen sich nützlich erfahren, wenn sie sozusagen quasi in irgendeiner Weise auch gebraucht werden für andere, ist es etwas, was Selbstwirksamkeit steigert und auch Sinn im Leben gibt. Gerade für Geflüchtete. Das Thema Religion haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber in unseren Studien hat sich gezeigt, dass Religion oder der Einsatz, das Engagement in religiösen Einrichtungen ein ganz großer Aspekt war. Auch der Aspekt war, der Türkeistämmige von, ich sag mal, deutschen ehrenamtlichen Engagierten am meisten unterschieden hat. Sozusagen das Feld der Religion war das, wo ein ganz großer Engagement. Das wird ja in Deutschland ja durchaus, gerade auch mit Blick auf den Islam, ja sehr kritisch betrachtet. Und ich glaube, das ist so auch ein Punkt, warum Menschen vielleicht sich nicht trauen zu sagen, dass sie ehrenamtlich engagiert sind, weil sie wissen, irgendwie eine Assoziation mit dem Islam gebraucht zu werden, kann durchaus auch kritisch sein. Aber die Rolle der Religion ist enorm groß, gerade für Geflüchtete, aber auch für andere Zuwanderer. Absolut. Vielen Dank. Und ich habe gesehen, dass, glaube ich, mittlerweile Herr Alberto dazugeschaltet wurde. Habe ich das richtig gesehen, erkannt? Ja, ist richtig. Ja. Ja, wunderbar. Ja. Guten Morgen und herzlich willkommen. Genau, Sie hatten leider vorhin, ich weiß nicht, ob Sie akustisch die Vorstellungsrunde hören konnten? Leider nicht. Also okay. Ich musste mich neu einwählen. Ja. Kein Problem, genau. Wir haben ja heute das Gespräch eben aus der Perspektive der Wissenschaft und Praxis, in dem wir einfach diskutieren möchten, wie gelingt Partizipation in der postmigrantischen Gesellschaft und welche Rahmenbedingungen braucht zivilgesellschaftliches Engagement. Und da wäre jetzt zum Beispiel meine Frage an Sie und auch an Frau Zastrau, welche Rolle spielt sozusagen aus Vereinsperspektive das House of Resources für Sie? Ja, danke. Also das House of Resources für mich ist eine Säule für die Vereine. Also so manchmal sehe ich sage immer, also Vereine sind wirklich die Blume von einer Stadt. Wenn man die Vereine nicht fördert, es ist genauso, wenn man die Blumen nicht gießt. Ja, irgendwann mal durch die Mittel, die da fehlen, ja, da gehen sie ein. So sind auch die Blumen. Und das ist wirklich sehr wichtig, dass wirklich
dieser Verein, ja, mit dieser Förderung gewürdigt werden. Weil House of Resources, es ist nicht wie das Kulturamt oder den BAMF, der direkt, nicht BAMF, also zum Beispiel die christliche Organisation oder egal welche für Organisation, die uns Geld geben. Also wir gehen auf House of Resources und beantragen wir ein bestimmtes Budget und der wird bewilligt, also ganz auf einfache Weise. Ja, aber wenn wir so einen Antrag, zum Beispiel EU-Antrag oder Brot für die Welt-Antrag oder was weiß ich, da muss man erstmal bestimmte Hürden also, gehen. Und das ist sehr kompliziert. Und da House of Resources, es ist vereinfacht, ja, und hilft die Kleinen. Weil man soll viel denken oder einige denken, die Großen sollen also gefördert werden, die Großen sollen leben. Die sind schon da. Die sind die Größten, die wirklich die größte Teilhabe haben. Die Kleinen, die müssen wir an die Augen hinwerfen und dann wirklich fördern. Und deswegen sage ich, das House of Resources ist sehr wichtig für die Vereine. Und was würden Sie vielleicht sagen, bräuchte es, um die Partizipation noch zu steigern, noch leichter zu machen? Gibt es da Erfahrungswerte, die Sie da mit uns teilen können oder vielleicht auch Feedback, was Sie aus den Communities gehört haben, was es noch bräuchte? Ja, also ich sage immer, wenn wir zum Beispiel eine Meeting organisieren, ja, jeder Meeting ist mit finanziellen Mitteln auch gebunden. Verbunden. Genau. Und wenn das nicht passiert, dann ist diese Partizipation auch sehr, sehr, sehr klein. Es ist nicht so. Aber die Leute, die ich mit denen schon unterhalten habe oder Vereine, die sagen wirklich, also unsere Partizipation oder von unseren Mitbürgern oder Kollegen, wir kennen die Stärken, wenn wir wirklich da bestimmte Hilfen bekommen, zum Beispiel das House of Resources, was ich vorher schon gesagt habe, diese Mittel. Ja, und das stärkt diese Partizipation, weil man kann die Aktivitäten, ja, also ich sage immer, das kulturelle Events, ja, es ist nicht nur für den migrantischen Organisation, das sind auch, ja, die Deutschen, die hier auch gerne Austausch machen wollen. Und so wird die Partizipation auch erhöht. Und das ist das, was ich in meinem Kontext sage. Ja. Vielen Dank für Ihr Feedback an der Stelle. Und dann noch an Frau Zestrau. Wie ist also Ihr Verständnis? Geht die Frage tatsächlich an mich oder an den Verein, also an Frau Frutan? Der geht tatsächlich an den Verein. Verzeihung. Okay. Vielen Dank. Deine Frau. Frau Frutan, hören Sie mich? Ja. Wunderbar. Okay, ich möchte natürlich auch von Ihnen gerne hören, was das Houses of Resources für Sie bedeutet, genau, wie Ihre Erfahrungswerte aussehen und wie vielleicht Partizipation noch gefördert werden könnte. Ja, ich wollte sagen, dass ich bin seit 2015 sehr engagiert in Sachsen-Anhalt, in mehrere Städte, meistens in Schönebeck, Magdeburg, Bernburg, ich bin überall irgendwie engagiert. Und am Anfang habe ich viel versucht, die Veranstaltung zu organisieren und Vernetzung zu machen, weil damals, wo Afghanen, wir hatten sehr viele Afghanen in Magdeburg und Schönebeck, es war sehr schwer für die Familien, was zu machen. Und ich habe immer versucht, da engagiert zu sein, die Migrantinnen zu helfen. Es war alles sehr schwer für mich, bis ich House of Resources getroffen habe, die Kollegen da. Und durch House of Resources, ich konnte sehr viele Veranstaltungen organisieren. Wir haben viele, mit House of Resources arbeite ich seit 2016. Ich habe sehr viele kulturelle Veranstaltungen organisiert, Workshops, Antirassismus-Workshops, Seminare, Bildungsprogramme für Frauen. Alle meine Arbeit ist meistens mit Frauen und Kindern. Und ich denke, manchmal ohne House of Resources konnte ich das gar nicht machen, weil ich bin für mehrere Jahre hier
aber wie Sie wissen, Deutsch ist nicht einfach. Und mit Anträge zu stellen, erstens, die Anträge sind sehr einfach. Und zweitens, die Kollegen im House of Resources in Magdeburg, die sind sehr, sehr viel hilfreich. Manchmal ich fahre hin, manchmal ich rufe auch nicht an. Und in Deutschland, das ist nicht so. Und egal wie lange wir sind hier, es ist ein bisschen, wir machen unsere Sache. Ich gehe hin und ich muss nicht 2 Stunden warten. Die Kollegen da sind sehr, sehr hilfreich. Und nicht nur in unserem Verein, da sind auch viele andere afghanische oder andere Vereine, die sind sehr zufrieden mit House of Resources. Und ich denke, in Sachsen-Anhalt, House of Resources hat uns sehr viel geholfen, und die Frauen hier in Sachsen-Anhalt zu stärken, die Kompetenzen rauszubringen durch unsere Veranstaltungen. Weil ich habe immer Ideen und ich spreche mit Frauen und dann kommen wir mit der Idee und ich gehe zu House of Resources. Ich habe immer 2, 3 Ideen und die suchen auch die beste. Und es ist, ich habe nur einmal versucht, mit einem anderen Träger einen Antrag zu stellen. Ich habe gesagt, das ist mein erstes und letztes Mal. Wenn in Sachsen-Anhalt keine House of Resources gäbe, ich denke, es würde nicht einfach für mich, weil ich habe 2 Kinder und ich habe sehr viel Arbeit, ehrenamtlich auch. Ich habe nicht geschafft, meine Anträge zu stellen und auch mit unserer Vereingründung. Im 2018, ich habe mich entschieden, oder unsere Gruppe, einen Verein zu gründen. Ich habe nur so 8 Monate an Satzung, wie Herr Doktor hat gesagt, es ist nicht einfach für uns. Egal wie lange wir hier sind, es ist nicht einfach. Mit Satzung war es sehr schwer, mit all dieser Arbeit. Aber House of Resources hat Step by Step mit jeder Sache von Satzung alles uns sehr viel geholfen. Und sogar ein Kollege von House of Resources war in unserer Veranstaltung da gewesen und die haben uns alles gesagt, wie sollen wir das machen. Und manchmal, wenn ich höre, dass ich vielleicht in Zukunft keine House of Research gebe in Magdeburg, es wäre sehr schade, weil die Frauen, wir haben sehr große Gruppe von Frauen und wir machen alle verschiedene Veranstaltungen und alles und wie diese Anträge wir stellen, das ist sehr einfach. Und auch Räumlichkeit. Wenn wir irgendeine Veranstaltung haben, ist es sehr einfach, einen Raum zu bekommen von House of Resources. Es ist, wir haben sehr, sehr Glück, dass wir haben House of Resources in Magdeburg. Gibt es etwas, wo Sie das Gefühl haben, an der Stelle bräuchte es noch mehr, entweder einen besseren Zugang oder eine andere Art von Unterstützung, um die Arbeit, die Sie ja schon ja, so großartig machen, um die noch zu erleichtern? Ich denke, alles ist sehr leicht, einen Antrag zu stellen. Nur die Forderung des Mittel, wenn wir manchmal einen Antrag stellen, ist es zum Beispiel 1.500. Wenn das ein bisschen höher wird, dass wir zum Beispiel, ich habe immer einen Plan, einen Näherkurs, weil viele, Sie wissen, in Afghanistan ist es seit 40 Jahren Krieg und in unserer Gruppe sind meistens afghanische Frauen. Und die Frauen, die von Iran kommen, sind meistens Analphabet. Und die Frauen, die von Afghanistan kommen, sind auch, da sind manche Frauen, die sind Analphabet. Und ich habe immer versucht, die Frauen von zu Hause wegzubringen, damit sie sich besser fühlen. Und ich habe sie immer motiviert, was zu machen. Und ich habe eine sehr große und gute Gruppe, dass wir zusammen viele organisieren. Und zum Beispiel, ich weiß, jede Frau hat eine sehr gute Kompetenz. Und ich will das rausnehmen. Und durch diese Projekte oder diese Veranstaltung wollten wir das ein bisschen größer machen. Zum Beispiel, ich weiß, da sind sehr viele Frauen, die können sehr gut nähen oder andere Sachen. Und ich wollte da so einen Nähkurs für Frauen organisieren. Aber das Mittel ist ein bisschen niedriger. Ansonsten, wir sind sehr, sehr zufrieden
mit Mitarbeit von Kollegen von House of Resources. Und Antrag ist sehr leicht. Alles, unser Leben ist sehr leicht mit House of Resources in unserer Verein. Vielen Dank, Frau Futtern, dass Sie auch Ihre Perspektive geteilt haben und ja auch teilen, was für ein tolles Engagement Sie da einfach an den Tag legen. Dankeschön. Frau Zastrau, Houses of Resources ist bisher aus Mitteln des BMI gefördert. Bei der Unterstützung von migrantischen Organisationen sind die Houses of Resources genau ein wichtiges Instrument. Daher die Frage, ist Houses of Resources ein Instrument für die Nische, beispielsweise darüber hinaus? Also ich möchte gerne anknüpfen an meine Vorrednerin und meinen Vorredner aus den Vereinen. Gerne. Ich denke, wir haben uns in dem Förderbereich, in dem wir praktisch gestartet sind, also Thema Integration, Zusammenleben verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, da haben wir uns bewährt in den letzten 5 bis 6 Jahren und haben gezeigt, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Also wie es geht, haben ja die beiden schon angedeutet. Das heißt, wir sind einfach nah an den Menschen dran, die wiederum in den Vereinen auch nah an den Menschen dran sind, für die sie ihre Arbeit tun. Und es geht um ehrenamtliches Engagement. Das heißt, das sind die Rahmenbedingungen, die diese Arbeit ja auch eingrenzen oder schwieriger machen. Es sind keine Hauptamtlichen, die sich dort in viele Dinge sehr vertiefend einarbeiten können. Und das sind Dinge, die wir erleichtern können. Also wir können praktisch zuarbeiten, unterstützen und wir empowern die Menschen in ihren Vereinen, in ihren Initiativen immer besser selbstständig laufen zu können sozusagen. Also Systemwissen kommt von uns, Unterstützung kommt von uns, aber immer nur so viel, wie sie gerade brauchen. Und ich denke, das ist etwas, was nicht nur migrantische Organisationen gebrauchen können. Das ist für alles ehrenamtliche Engagement wichtig, denn es geht immer darum, welche Ressourcen fehlen uns, wer kann uns da unterstützen. Insofern, ja, das ist, nein, es ist nicht ein Instrument, was nur in der Nische wirkt, sondern ich denke, dass man es für ganz viele verschiedene Themenfelder ausrollen könnte, in denen wir unterstützen könnten, immer wenn es um Ehrenamt geht. Ich spreche aus Frankfurt, also House of Resources Rhein-Main. In Frankfurt ist seit Jahrzehnten die Einwanderungsgesellschaft gelebte Gesellschaft. Das heißt, hier geht es schon seit Jahrzehnten darum, wie können die ganzen unterschiedlichen Gruppen gut zusammenleben. Und also ich denke, Vielfalt ist eine große Bereicherung. Vielfalt und jedes Zusammenleben ist aber auch immer Arbeit. Und diese Arbeit muss gestaltet werden. Und da müssen Akteure sein, die das auf sich nehmen. Und da muss es auch eine Sichtbarkeit für die verschiedenen Gruppen geben. Das ist sehr wichtig, damit es einfach ein gutes Zusammenleben ist und kein Frust entsteht. Und genau, das findet in Frankfurt statt. Das findet auch in Darmstadt statt, in Offenbach. Also hier die Metropolregion ist einfach schon sehr, sehr weit in der Zukunft sozusagen, was das Thema Einwanderungsgesellschaft betrifft. Und gleichzeitig haben wir ländlichen Raum, auch im ländlichen Raum strahlt das aus. Also wir haben sehr aktive Vereine im Landkreis Darmstadt, im Landkreis Offenbach, die sich zum Beispiel für das Thema der Geflüchteten einsetzen. Aber insgesamt möchte ich festhalten, es geht nicht ausschließlich um das Engagement für das Thema Geflüchtete zum Beispiel, sondern das sind gesamtgesellschaftlich relevante Themen. Also es geht darum, wie halten wir die Gesellschaft zusammen, wie beteiligen wir alle, Partizipation war das Stichwort von Herrn Uslucan und da können wir ein gutes Instrument anbieten. Vielen Dank für den Einblick. Gerne. Und da würde ich sehr gerne auch die Frage an den Herrn Müller stellen, was denn das Bundesnetzwerk zu bieten hat. Warum ist das in diesem Kontext so wichtig? Genau. Wir haben jetzt schon viel gehört, quasi die wissenschaftliche Perspektive, was so die Empfehlungen sind, Handlungsempfehlungen, auch die verschiedenen Stufen, wo Ehrenamt anfängt, aufgefangen wird, begleitet werden muss, was HOR, die House of Resources in Deutschland leisten. Und im Grunde genommen sind ja seit 2016 die HOR gefördert und in der Genese oder in der Arbeit über den Zeitraum hinaus haben die Häuser relativ lokal erstmal ihre Strukturen aufgebaut und dann sich aber an einem bestimmten Punkt in einem großen Netzwerk zusammengefunden. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen mal so den Bogen spannen, was das Netzwerk für im Grunde genommen ja, unsere Gesellschaft leisten kann.
Wir wissen, also es ist Konsens, dass eben die Arbeit, die Menschen machen, total wichtig ist und wertvoll und das auch besonders in diesen krisengeprägten Zeiten, in denen wir leben. Insgesamt sehen wir große Transformationsprozesse oder befinden uns eigentlich mittendrin und der berührt alle Teile des Lebens. Ja? Und auch die Frage der Ausgestaltung unserer Gesellschaft ist davon betroffen. Und dort ist das Lokale besonders wichtig. Und das macht eben House of Resources. Wir ermöglichen Teilhabe von lokalen Gemeinschaften, vernetzen die, also alles das, was gefordert ist, Engagement möglich zu machen, um Menschen zusammenzubringen, das können wir machen, bedarfsorientiert. Wir erleben auch in der Arbeit aus dem Lokalen heraus, dass es einen Wandel gibt von der herkunftsbezogenen Arbeit zu herkunftsübergreifenden Themen. Es war auch schon angesprochen, eben Verkehrssicherheit, Umweltthemen und so. Das ist auch etwas, was wir aktiv fördern, weil wir davon denken oder ausgehen, dass sich ein anderes, ein offenes Wir-Verständnis dadurch kreiert, was wichtig ist. Denn das Lokale hat besondere Bedeutung für die Ausformung einer Gesellschaft und optimistisch hoffe ich auf eine Teilhabegesellschaft, die entstehen wird, wo Herkünfte nicht unbedingt mehr diese große Rolle spielen. Und wir unterstützen sozusagen die lokalen Gemeinschaften. Gleichzeitig ist aber auch zu betonen, dass wir in dem Netzwerk, was da entstanden ist, die große bundesweite Struktur, wir Expertisen in den HR haben. Also wir generieren aus der Arbeit im Lokalen, natürlich im Zusammenspiel mit unseren Partnerinnen, mit den Nutzerinnen der House of Resources Wissen und Erfahrung, die dann auch direkt nutzbar sind. Zum Beispiel haben wir ein gutes Beispiel einer Vernetzung mit der Kommune in München. München, das HR München arbeitet ganz eng und ist Partner mit den Bezirksausschüssen der Stadt. Und die rufen das Wissen vom HR auch ab und lassen das in Entscheidungsprozesse mit einfließen. Auch andere Behörden, Institutionen und Stiftungen können an der Struktur der HR und dem Wissen, was die Struktur produziert, partizipieren. Beispielsweise gab es vor kurzem vom Bundesamt eine Anfrage über das Schaubild, was machen denn afghanische Vereine? Da können die ganzen Standorte in Deutschland eben schnell Informationen liefern und das wiederum informiert dann auch andere Entscheidungsprozesse. Das ist sozusagen auch etwas. Auch Zusammenarbeit mit Stiftungen ist diese Struktur interessant. In den letzten Jahren haben sich Kooperationen mit der Software-Stiftung ergeben und die HR sind auch Mittler für den Fonds auf Augenhöhe geworden, also für Gelder in die Gesellschaft hinein, weil wir eben sozusagen am Puls der Gesellschaft ganz nah dran sind. Das ist auch die Besonderheit der House of Resources sind. Ein weiterer Punkt ist, dass die HR im Grunde genommen auch Multiplikatoren sind. Das wurde auch anfangs von Herrn Lauterbach erwähnt, die Antirassismusarbeit. Da können wir quasi direkt Themen, die relevant aktuell sind, mit in die Gesellschaft hineintragen. Ja? Und es zeigt sich quasi, dass diese vielfältige Arbeit, die wir machen als HR, auf mehreren Ebenen stattfindet letztendlich auch ein induktives Wissen generiert, was wichtig und wertvoll ist, um die Herausforderungen in diesem großen Transformationsprozess, vor den Herausforderungen, die wir stehen, eben zu nutzen. Und als Struktur sind wir mittlerweile 20 Häuser in 16 Bundesländern. Und die Struktur ist im Grunde genauso vielfältig wie auch die Gesellschaft. Also die HR sind alle von unterschiedlichen Organisationsformen getragen. Wir haben eingetragene Vereine, wir haben gemeinnützige Unternehmensgesellschaften, gemeinnützige Gesellschaften, Bildungsträger. Das ist sozusagen schon allein in der Struktur eine Vielfalt. Und wir haben unterschiedliche Standorte. Wir haben gehört von Ballungsräumen, von Großstädten bis hin zu kleineren Städten oder Städten in strukturarmen Regionen. Und jedes Haus hat sozusagen unterschiedliche Rahmenbedingungen, aber auch viele Gemeinsamkeiten erkennen wir. Und in dem Netzwerk tauschen wir uns eben darüber aus. Und das ist ein großer Mehrwert letztendlich, dass wir sozusagen aus diesen eigentlich lokal gedachten Projekten in eine bundesweite Struktur gewachsen sind, die jetzt eben auch vielfältig nutzbar ist von verschiedenen Akteuren, die ein Interesse daran haben, Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt eben möglich zu machen.
Ja, und dieser Wert ist letztendlich, wenn man schon gehört, bei den Vereinen, die sind froh, dass es das gibt. Die Wissenschaft sagt, wir sollen weiter die kleinen Vereine, kleine Organisationen unterstützen. Das machen wir ja auch, weil wir eben nicht nur Vereine unterstützen müssen. Und es ist schwierig, in Deutschland einen Verein zu führen, sehr viele Bedingungen, aber wir können auch Initiativen fördern. Also es ist sozusagen schon ein Sprung in, oder ein, eine Entwicklung in die richtige Richtung, andere Formen der gemeinwohlorientierten Arbeit, der Teilhabearbeit möglich zu machen durch dieses Instrument. Ja, und letztendlich, wo, sozusagen, was mein Appell jetzt ist, dieses Instrument ist ein Gestaltungsinstrument für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für eine partizipative, offene Gesellschaft. Und die, ja, die Vereine haben das erkannt, manche Kommunen haben das erkannt, wie in München als, ja, als Best-Practice-Beispiel, aber auch viele Institutionen. Und nun geht es letztendlich darum, dieses Instrument, was da ist, was nachweislich gut auch funktioniert, was Ergebnisse bringt, eben ja, nachhaltig zu fördern. Und das ist jetzt quasi der Appell an die Politik, denn wir haben auch schon vorhin von dem Verein gehört, die Sorge, dass jetzt die das HOR in Magdeburg nicht mehr da ist, das ist, ist tatsächlich gegeben, denn in der Förderlogik ist es so, dass 2022 11 der Standorte wegbrechen würden. Und da ist nur die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ob die Politik in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir uns befinden, sich den Luxus leisten kann, ein, dieses eben nachweislich gut funktionierende Gestaltungsinstrument für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder einzureißen. Ja, das, wir haben riesen Herausforderungen im Lokalen, im Regionalen, Nationalen und auch global. Und das wäre quasi wieder der, die berühmten zwei Schritte zurück nach dem einen Schritt nach vorne. Und die Zeit haben wir nicht mehr dafür in einer immer sich schneller drehenden Welt. Genau, aber es wurde auch schon erwähnt, politisch ist ein Weitblick da. Herr Lauterbach hat auch schon gesagt, die Integrationsministerin-Konferenz hat sich für eine Verstetigung ausgesprochen, was wir auch sehr begrüßen. Und nun ist quasi der Appell, dass auch bundespolitisch die bestehende Struktur der HOR als, als, Teil, als, als Mitgestalterin einer offenen Teilhabegesellschaft eben auch solide abzusichern ist. Plus, was auch die Wissenschaft oder was auch aus der Studie des SVR empfohlen wird, weiter in die Fläche zu gehen, sozusagen noch in, quasi, ja, in die Peripherie, in die strukturarmen Räume, Sachen, das auszuweitern. Das ist aber letztendlich eine politische Entscheidung. Und wir als Netzwerk, was eben auch an Bedarf gewachsen ist, das ist auch etwas Besonderes. Also wir sind sozusagen, wir reagieren auf die Bedarfe, die lokal da sind. Und diese ja, haben uns sozusagen erst als Netzwerk auch groß gemacht. Und wir können viel Wissen in die Gesellschaft mit hineingeben. Wir können vor allem auch, wir lernen vor allem auch von den Bedarfen der Menschen und können das eben weiterleiten an Entscheidungsträger. Und was wir jetzt uns wünschen, dass eben alle demokratisch verfassten Parteien letztendlich die HOR mit zum Gegenstand ihrer Parteiarbeit machen sollten, denn es ist ein funktionierendes Gestaltungsinstrument für eine zukünftige Gesellschaft. Und auch im Hinblick natürlich auf die bevorstehende Bundestagswahl wäre es wünschenswert, wenn im Koalitionsvertrag, der sicherlich ausgehandelt wird, auch die nachhaltige Verstetigung der HOR zum Beispiel als eigenes Programm mit auftauchen, dass dem dort Raum gegeben wird. Als HOR, jetzt, so wie wir da sind, strecken wir quasi die Hand als zuverlässige Partnerin der Politik aus und sind mit da für die anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen. Vielen Dank, Herr Müller. Sie hatten ja jetzt eben auch den politischen Aspekt des Ganzen mit eingebracht und in, über den werden wir uns auch im zweiten Teil des, ja, der heutigen Veranstaltung, der heutigen Zoom-Veranstaltung ausführlich unterhalten und die Punkte, die jetzt in dem jetzigen Panel aufgegriffen wurden, da auch nochmal weiter diskutieren und sozusagen da das Feedback weitergeben. Vielen Dank für Ihren Input. Und mit Hinblick auf die Zeit, die ja heute, wie gesagt, sehr knapp getaktet ist, möchte ich mich sehr, sehr herzlich an meine Panel-GästInnen bedanken für die Teilnahme und für das Teilen der
Erfahrungswerte und auch der, ja, der schönen Muster des Gelingens, zu sagen, wie es da schon gibt. Und hoffe, dass Sie noch weiterhin am Gespräch teilhaben werden und vielleicht auch da nochmal die ein oder anderen Anmerkungen in, es wird einen sogenannten Hot Seat geben, in dem Menschen dann Fragen stellen können, da es noch sozusagen einen freien Sitz im Panel gibt, was gleich um kurz nach 11 beginnen wird. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an Professor Dr. Petra Bendel, an Professor Dr. H.T. Halle Uslupan, an Sonja Frotan, Olympia Alberto, Susanne Zastrau und Ron Müller. Vielen Dank für Ihre Teilhabe. Tschüss. Wir werden um 11.05 Uhr uns wieder hier zusammenfinden mit einer ganz kurzen Pause und dann geht es weiter.
So, ich würde bitten, alle Teilnehmenden im zweiten Teil Videos einzuschalten. Dann kann ich zum Spotlight machen. Vielen Dank. So, und herzlich willkommen nochmal meinerseits in die zweite Runde. Und ich gehe davon aus, vielleicht nochmal mit kleinem Blick in Richtung Technik, dass wir mit dem zweiten Teil des Panels beginnen können, richtig? Ja, genau, bitte. Okay, wunderbar. Ja, nach einer ganz, ganz kurzen Pause und einem ja, sehr inputreichen ersten Panel, in dem wahnsinnig viele, ja, ich sag mal, Buzzwörter gefallen sind, viele interessante Einblicke gewährt wurden, sind wir jetzt sehr gespannt zu hören, wie es sozusagen seitens der Parteien aussieht. Und das werden wir in einem Fishbowl-Format tun, in dem in den letzten 10 Minuten Platz sein wird, auch für eine weitere Person aus dem Publikum, die Fragen stellen darf oder vielleicht Gedanken, Input teilen kann, um da auch nochmal einen frischen Wind sozusagen in die Fishbowl-Situation zu bringen. Wir hatten im ersten Teil, vielleicht stelle ich erstmal meine Gästinnen vor, damit wir auch alle wissen, wen wir jetzt alles im Gespräch haben. Ich darf einmal vorstellen, Tobias Kroll. Und an der Stelle freue ich mich auch über ein kurzes Feedback, damit wir Sie sehen und hören können. Minister des Landes Sachsen-Anhalt von der CDU, Tobias Kroll, können Sie uns hören? Ich kann Sie hören und sehen. Großartig. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Dann als nächstes darf ich Professor Dr. Lars Castellucci willkommen heißen. Guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Und Phyllis Pollard von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen. Wunderbar, schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Und dann last, aber natürlich nicht least, habe ich noch Grigorios Agelidis von der FDP. Können Sie uns hören? Schönen guten Morgen. Technik alle super, aber ich glaube, es kommt noch Frau Werner. Es kommt noch Frau Werner, richtig. Katrin Werner von der Linken. Herzlich willkommen. Ich hoffe auch, dass Sie sie hören können. Guten Morgen. Wunderbar. Schön, dass Sie dabei sind heute. Vielleicht hatten Sie auch schon die Möglichkeit, ein bisschen mit reinzuhören, wie es in dem ersten Panel lief. Es wurde sehr oft erwähnt, dass die Houses of Resources als ja, maßgebliche Säule verstanden werden und entsprechend auch als Multiplikatoren wirken, den Migrantenorganisationen maßgeblich dabei unterstützen, an Ressourcen zu gelangen und einfach ihr Engagement so hürdenarm wie möglich ermöglichen zu können.
Des Weiteren ging es auch darum, inwieweit eben sozusagen Selbstwirksamkeit noch weiter gefördert werden kann, wie Zugänge noch mehr erleichtert werden können und eben entsprechend Interessen von den Migrantenorganisationen tatsächlich auch verwirklicht werden können. Natürlich auch wurde die Frage laut, inwieweit ist es denn möglich, Demokratie zu gestalten, wenn ein maßgeblicher Teil der Gesellschaft gar nicht die Möglichkeit hat, an der Demokratie teilhaben zu können. Und dann natürlich eben die Frage, wie es dann mit der politischen Teilhabe aussieht. Vielleicht erstmal das so als erste Hälfte aus dem ersten Gespräch. Und mich würde sehr interessieren, was Sie daraus bisher so mitnehmen und auch natürlich aus der Perspektive Ihrer jeweiligen Partei. Denn es geht darum zu sehen, wie kann Partizipation in der postmigrantischen Gesellschaft noch besser gelingen. Und daher gerne die Manege frei an Sie. Ich gebe jetzt einfach mal das Wort an Frau Werner, da ich Sie gerade als erstes sehe auf dem Bildschirm. Ja, erstmal danke an alle für den Input und waren ja viele wichtige und interessante Dinge und glaube, das können wir alle nur mitnehmen und also in unsere Fraktionen, in unsere Parteien. Gleich am Anfang wurde ja auch darauf hingewiesen, auf die Ungleichbehandlung im Alltag. Also ich glaube, und in den nachfolgenden Beiträgen wurde ja das, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, nochmal rausgestellt, dass es eben eine Säule für Migrantenorganisationen ist. Und ich glaube, das müssen wir auch mitnehmen als Auftrag, da zu gucken, dass wir die Ausfinanzierung da stärken können. Der Demokratieabbau, der angesprochen wird, die Hürden, die abgebaut werden müssen, das sind ja alles wichtige Punkte, die sich daraus begründen, was Sie ja vorgetragen haben. Also das kann man ja nicht wegdenken, das ist wahnsinnig wichtig. Vielleicht so viel erstmal an der Stelle. Vielen Dank dafür. Herr Kroll, was sind so Ihre Gedanken dazu? Als Vorsitzender eines Landtages und damit mit bundespolitischen Themen machtet, sehe ich natürlich die Fragestellung auch, wie das Land dort mit unterstützen kann. Wir sprechen über ein Bundesprojekt mit einer drohenden Auslauf in der Finanzierung. Und die Fragestellung ist auch, können wir das als Land gegebenenfalls ergänzend oder unterstützend wirken? Natürlich stehen wir immer vor der Schwierigkeit, dass wenn der Bund ein schönes Projekt aufgelegt hat, nach Ende der Projektlaufzeit dann gesagt wird, dann kann auch das Land die Finanzierung übernehmen. Ich komme aus einem Bundesland, was erstmal mit relativ klein ist, was die Bevölkerungsanzahl angeht. Unser Haushalt ist auch nicht der schönste. Und wenn ich mir insgesamt angucke, die Zahlen, wir haben einen Anteil von Personen dazu im Hintergrund von 5,5% rund. Das ist sehr übersichtlich und da muss ich natürlich auch bei mir in der eigenen Partei immer schauen, dass wir das Thema der Integrationspolitik auch mit in seiner Bedeutung einzuschätzen wissen, das auch entsprechend behandeln. Also und ich kenne die Arbeit der beiden Häuser in Halle und Magdeburg sehr gut, kann auch deren Bedeutung einschätzen, muss aber auch jetzt dafür werben und dafür sorgen, dass auch die Finanzierung weiterhin gesichert ist. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn der Bund aus der reinen Projektfinanzierung mal in eine verstetigte Finanzierung reinkommen würde und nicht sozusagen die Last wieder zur Seite des Landes dann aufgeführt wird. Und das zweite Thema, ich bin auch Kommunalpolitiker meiner Fraktion, gerade auf kommunaler Ebene landesweit entsprechende Angebote zu unterbreiten, zum Beispiel in Form von Integrationsbeiräten, würde oder müsste durch die kommunale Ebene erfolgen und schlussendlich auch, wir sind als Land Sachsen-Anhalt dabei, die Engagementstrategie zu erarbeiten und da müssen natürlich auch hier die besonderen Interessenslagen und Voraussetzungen eine Rolle spielen, um das Engagement zu fördern und zu unterstützen und es klang an, Vereinsrecht ist übrigens nicht nur für diejenigen, die der deutschen Sprache nicht als Muttersprache mächtig sind, durchaus eine Herausforderung, sondern jeder von uns, der schon mal einen Verein gegründet hat, weiß, was es bedeuten kann, wenn man zum dritten Mal zum Amtsgericht laufen muss, um die Satzung prüfen zu lassen. Also das sind auch Herausforderungen, vor denen viele an der Stelle stehen. Da muss man sich vielleicht auch überlegen, ob diese Rechtskultur an der Stelle noch so tragfähig ist, um ein Engagement auch an der Stelle zu fördern. Vielen Dank. Herr Agelidis, darf ich das Wort an Sie übergeben?
Sie sind hier die Moderatorin, insofern dürfen Sie das alle mal. Ja, herzlichen Dank und herzlichen nochmal für die Einladung, aber auch vor allem für die hochinteressanten Anblicke und neuen Erkenntnisse, aber auch Bestätigungen. Ich will das ein bisschen sortieren, weil ich das für mich auch selber sortieren dadurch besser, was das Thema der Handlungen angeht, ja, sortieren konnte. Das eine, was angeklungen ist in der vorherigen Stunde, ist eigentlich ein grundsätzliches Thema, was wir endlich in unserer Gesellschaft 60, 70 Jahre, nachdem wir die ersten Gastarbeiter aufschlugen, mal endlich angehen müssen, nämlich wirklich das Thema des grundsätzlich gegenseitigen Respekts in der Vielfalt und des Themas, dass unser Grundgesetz verflixt nochmal endlich zu gelten hat. Ja, das steht da seit nach dem Zweiten Weltkrieg, seitdem das aufgeschrieben wurde, aber wirklich gelten in dem Sinne, dass es keine Ungleichbehandlung gibt, ja, dass es keine Diskriminierung gibt, tut es immer noch nicht. Also das ist eine große Baustelle, die müssen wir entschieden angehen, und zwar auf allen Ebenen, nicht nur auf Bund, sondern auf Land und auf kommunaler Ebene. Der zweite Aspekt, und da kommen wir ein Stück weit sofort zum House of Resources, wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, was brauchen wir für eine digitale Infrastruktur, für eine Energieinfrastruktur, für eine Mobilitätsinfrastruktur. Wir machen uns zu wenig Gedanken darüber, was für eine soziale Infrastruktur brauchen wir in unserem Land. Und sowas wie das House of Resources macht und dann aber eben nicht nur explizit für Migrantenorganisationen, auch wenn dies natürlich im Nachholbedarf und auch in diesem Thema, mit was sind die alles konfrontiert, besonders brauchen. Da brauchen wir selbstverständlich so eine Quelle, die eben all den Menschen in der Zivilgesellschaft und im Ehrenamt und im unterstützt, weil wir tatsächlich mittlerweile so einen Bürokratie-Dschungel haben. Ich war selber Mitglied im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement, oder bin es ja noch, die Legislatur läuft ja. Und das Thema des Bürokratieabbaus, der Entfesselung des ehrenamtlichen Engagements ist zentral. Ja, es ist unglaublich wichtig, selbstverständlich, dass wir Strukturförderung machen, dass wir Projekte, die gut laufen, dauerhaft sichern und finanzieren. Aber eine Zivilgesellschaft muss auch aus sich selbst heraus und aus der Zivilgesellschaft heraus sich tragen können und finanzieren können zu einem erheblichen Teil ab einem gewissen Punkt, sonst ist sie abhängig von der Exekutive. Und das ist in meinem Demokratieverständnis eigentlich kein haltbarer Zustand. Denn jetzt will ich ein bisschen auf das eingehen, was meines Erachtens Herr Müller vorhin gesagt hat, wo er gesagt hat, was brauchen Menschen, damit sie selbst wirksam entsprechend agieren oder damit sie mehr mitmachen. Ich habe einen Vortrag von Professor Neute in Berlin gelernt, und das war für mich absolut schlüssig, dass ehrenamtliches Engagement und Zivilgesellschaft aus Sicht der Menschen, aus Sicht der Bürger, auch ein Stück weit ein Schutz vor zu viel Staatlichkeit ist. Ja, und ich möchte nicht alles staatlich geregelt haben in diesem Land. Ich möchte, dass wir Platz und Raum haben für eben genau dieses zivile Engagement. Und das bedeutet am Ende des Tages, wir müssen zusehen, dass wir hier Bürokratie massiv abbauen. Das ist auch der Grund, warum ich gefordert habe, dass wir in Zukunft eigentlich und auch rückwirkend für alle bestehenden Gesetze mal überprüfen, was für negative Auswirkungen haben sie eben auf die Zivilgesellschaft und auf das Ehrenamt. Und mit diesen Punkten, glaube ich, sind wir dann auch auf einem guten Weg. Nochmals, House of Resources, meines Erachtens ein sehr wichtiger Beitrag. Sowas gehört aus meiner Sicht dauerhaft zu einer sozialen, tragfähigen Infrastruktur, auch für das Ehrenamt. Allerdings darf es dabei nicht bleiben. Also wir müssen diese anderen beiden Baustellen auch angehen, sonst ist das nur Flickwerk. Und da sehe ich übrigens auch, schönen Gruß an den Kollegen vom Land, der auch als Kommunalpolitiker unterwegs ist, da sehe ich auch die Länder und die Kommunen in der Pflicht. Also das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Soziale Infrastruktur ist auch ein Thema der kommunalen Daseinsvorsorge. Da können wir nicht immer nur nach dem Bundrecht rufen. Danke. Vielleicht auch nochmal, vielen Dank ebenfalls, vielleicht nochmal in die Runde die Frage noch etwas konkreter gefasst. Also welche konkreten Konzepte schlagen Sie denn zum Beispiel auf Bundesebene vor, die bürgerliches Engagement von migrantischen Organisationen eben dauerhaft und nachhaltig unterstützen und fördern kann? Denn das wäre etwas, was ich mir für das heutige Gespräch wünschen würde, dass wir vielleicht auch die ein oder anderen Ansatzpunkte haben, wie das sozusagen konkret übersetzt werden könnte. Mit welchen Perspektiven könnten wir sozusagen am Ende dieses Gespräches tatsächlich auch rausgehen?
Also ich denke, das Thema der Strukturförderung, das Thema der Qualifizierung, all diese Dinge sind wichtige Punkte. Der Aspekt, der ja nur noch durchklang in der letzten Stunde mit alleine solche banalen Dinge, ich sage jetzt mal banalen Dinge, wenn Sie eine neue Organisation haben, wie Räumlichkeiten, Equipment, ja, auch das sind natürlich Dinge, die sind wichtig, aber wir können nicht aus Berlin heraus sozusagen für alle neuen Organisationen, erst recht für die ganz kleinen, um die es ja auch ganz wichtig ging, sondern da muss einfach das, was Bund macht, mit dem, was Länder und Kommunen machen, ineinander greifen. Also deswegen sage ich, da können wir die Kommunen auch nicht außen vor lassen. Und dann müssen wir tatsächlich zusehen, dass wir dauerhaft wieder dazukommen. Letzter Schlenker dazu, dass wir nicht nach einigen Jahren genau den gleichen Frust bei den Migrantenorganisationen erzeugen, den wir jetzt schon in vielen ehrenamtlichen Organisationen quasi, die schon seit 50, 100 Jahren bestehen, haben. Das kann ja nicht das Ziel sein. Absolut. Frau Pollert, wie sieht Ihre Perspektive daraus aus? Ja, also ich würde sagen, verschiedene Säulen für uns als Bündnis 90 Die Grünen war schon immer zentral, dass Migrantinnen-Selbstorganisationen in ihrer Arbeit gestärkt werden. Da passiert viel ehrenamtlich, aber wir wissen alle, auch das Ehrenamt basiert meistens mit einer Basis aus Hauptamtlichen. Und da fehlt es vor allem bei Migrantinnenorganisationen nach wie vor, obwohl alle immer bekunden, wie wichtig deren Arbeit ist, nicht zuletzt auch in den letzten 30, 40 Jahren so lange. Und darüber hinaus sind Migrantinnen-Selbstorganisationen tätig. Einige feiern Jubiläen, runde Jubiläen. Und da sind zwei Sachen wichtig. Natürlich muss jede Ebene in die Pflicht genommen werden. Ich selber war 20 Jahre Kommunalpolitikerin, 11 Jahre Landtagsabgeordnete und jetzt Bundespolitikerin. Die bundesweit tätigen Migrantinnen-Selbstorganisationen müssen vom Bund eine institutionelle Förderung bekommen. Die landesweit tätigen Organisationen, das kann jedes Bundesland für sich genau definieren, eine institutionelle Förderung. Und auf kommunaler Ebene bedarf es eben auch einer Unterstützung. So, daneben ist die Frage, welche Aufgaben sollen und wollen Migrantinnen-Selbstorganisationen übernehmen. Die sind ja sehr vielfältig. Manche wollen tätig sein in der Migrationserstberatung, Jugendmigrationsdiensten. Wenige kommen in diese Strukturförderung rein. Da muss geguckt werden, dass da auch der Anteil der Migrantinnen-Selbstorganisationen ein starker Baustein wird. Eine zweite wichtige Säule, die wir erst aufbauen wollen, weil wir da wirklich noch rückständig sind in Deutschland, sind die Antidiskriminierungsberatungsstellen. Wir wollen, dass der Bereich der Antidiskriminierung eben kein Nischenthema bleibt, sondern eine tragende Säule in unserer rassismuskritischen Einwanderungsgesellschaft wird. Und diese Antidiskriminierungsstellen können auch getragen werden von migrantischen Selbstorganisationen, auch von Moscheevereinen etc. Weil dort ist dann eben eine niedrigschwellige, auch teilweise muttersprachliche Beratung sehr wichtig. Was kann das Antidiskriminierungsrecht und wie kann ich Diskriminierung rechtlich geltend machen? Klammer auf, dazu brauchen wir ein starkes Bundesantidiskriminierungsgesetz, was wir auch jetzt im Bundestagswahlkampf als ein zentrales Thema setzen. Und dann sind natürlich solche Themen wichtig wie House of Resources. Was für mich wichtig ist beim House of Resources, ist das, was ja auch angeklungen ist, das Systemwissen, das hat die Kollegin gesagt, eben zu verbreitern, zu unterstützen und auch querschnittorientiert zu denken. Wir wissen alle, Migration findet ja nicht nur im klassischen Integrationsförderung statt. Das muss stattfinden im Gesundheitsbereich. Das findet statt im Gesundheitsbereich. Wir haben Migrantinnen-Selbstorganisationen, die kümmern sich um Menschen mit Behinderung. Also die verschiedenen Rechtssysteme dort auch geltend zu machen. Ein Asylbewerber, Leistungsempfänger, hat er dieselben Ansprüche im Behindertengesetzen, in den SGB-Gesetzen wie ein anderer Mensch. Das ist alles sehr komplex und kompliziert, sobald das Aufenthaltsrecht damit einfließt. Und da können Migrantinnen-Selbstorganisationen wirklich noch stärker empowert werden. Und das sind so die Bereiche, die wir ins Zentrum stellen. Ich könnte noch andere nennen, aber ich glaube, das sind schon ein paar konkrete Vorschläge. Vielen Dank dafür, Frau Pollert. Dann gebe ich sehr gerne einmal das Wort an den Herrn Castellucci.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, auch für Ihre wertvolle Arbeit. Ich glaube, ein ganz großer Kernpunkt ist der, dass wir immer wieder Projekte fördern. Also wir haben einen Staatsaufbau, der nicht vorsieht, dass der Bund direkt in den Kommunen Strukturen schaffen kann. Dazu braucht es immer wieder Verhandlungen und im Bereich der Bildung ist das jetzt auch wieder stärker ermöglicht worden. Aber normalerweise beschränkt sich Arbeit auf Anschub und damit häufig auf Projekte. Und wenn man Projekte dann verlängern will, dann muss man wieder vieles, was schon lange gut läuft oder was man gerade entwickelt hat, über Bord werfen und sich etwas Neues ausdenken, damit eine neue Förderung möglich wird. Das ist ganz häufig gegen wirklich sinnvolle Dinge gerichtet, die vor Ort da sind. Denn wir wissen ja in ganz vielen Bereichen, wie es geht. Da muss man nicht immer wieder alles neu erfinden, sondern man müsste es auf tragfähige Füße stellen. Das begegnet uns ja nicht nur jetzt in unserem Thema hier, sondern auch an anderen Stellen. Und eine Antwort, lieber Herr Krull, wäre gewesen, dass man das Demokratiefördergesetz verabschiedet, so wie das Kabinett ja auch vorgesehen hat. Denn dieses Demokratiefördergesetz hätte eine grundständige und dauerhafte Finanzierung von Demokratiearbeit und damit auch Finanzierungsmöglichkeiten für viele zivilgesellschaftliche Initiativen bereitgehalten. Also das, was Sie fordern, hat Ihre eigene Bundestagsfraktion leider auf den letzten Metern in dieser Wahlperiode verhindert. Und ich hoffe, dass wir da in der nächsten Wahlperiode mit anderen Partnern nochmal einen Anlauf in die Richtung machen können. Zweiter Punkt, es ist jetzt von Selbstwirksamkeit die Rede gewesen. Das halte ich wirklich für einen ganz zentralen Begriff. Also es geht ja letztlich um Vertrauen. Und Vertrauen entsteht auch, wenn man Selbstvertrauen hat. Und Selbstvertrauen entsteht, wenn man merkt, dass man wirksam sein kann, dass etwas gelingt durch Tätigsein in der Welt und mit anderen gemeinsam. Und das ist etwas, was unser Land braucht. Und da dürfen wir auch niemanden außen vor lassen, sondern das ist etwas, was wir uns für alle Menschen wünschen, dass sie das so erfahren können. Am Ende zielt es auf ein gutes Zusammenleben, aber ja, wir wissen, um gut mit anderen in Kontakt zu treten, in Beziehung zu treten, zu kooperieren, braucht man erstmal selbst einen guten eigenen Stand. Und deswegen ist die Selbstorganisation auch so wichtig und muss ebenfalls unterstützt werden. Wir merken, dass bei den Schranken, die es gibt, allerdings ganz häufig soziale Fragen eigentlich der Punkt sind, weniger Fragen von Herkunft. Und deswegen werbe ich auch nochmal dafür, dass wir neben der Selbstorganisation und dem Empowerment von einzelnen zivilgesellschaftlichen Gruppen und Initiativen stärker das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten auch organisieren im Land. Denn in Wahrheit sind ganz unterschiedliche Gruppen betroffen und brauchen letztlich die Zugänge, die wir auch nicht immer nur einzeln schaffen können, sondern die wir für alle sicherstellen müssen. Teilhabe ist ja etwas, was wir für alle Menschen in diesem Land erreichen wollen. Und soweit soziale Fragen dem entgegenstehen, zum Beispiel jetzt bei den Wahlen, ist das auch wirklich eine bedeutsame Frage. Denn wir wissen seit vielen Jahren durch intensive Forschungen, dass Menschen, die ärmer sind, weniger zur Wahl gehen, als die, denen es besser geht. Und damit schneiden ja sich ausgerechnet diejenigen, für die man das Wahlrecht mal erstritten hatte, auch davon ab, die Verhältnisse selber verändern zu können. Also eigentlich den Gedanken der Demokratie, der wird hier in Frage gestellt. Und das werden wir wahrscheinlich am 26. September auch wieder so bestätigt bekommen. Und da dürfen wir nicht nachlassen. Mit Blick auf Migrantinnen und Migranten wäre mir wichtig, dass wir nicht nur deren Selbstorganisationen organisieren, helfen, sondern dass wir stärker dafür sorgen, dass sie einfach ganz normal mittendrin sind. Also ich sage jetzt mal, drei von uns sind es ja. Also nun ganz augenscheinlich, und zwar nicht nur durch eigene Aktivität und Leistung und Fähigkeiten, sondern weil uns auch Menschen Vertrauen geschenkt haben. Und das ist, glaube ich, das sind dann hoffentlich auch ermutigende Beispiele, die anderen auch nochmal Orientierung geben. Es darf nicht so kompliziert bleiben, deutsche Staatsbürgerschaft zu erreichen, halte ich für ganz zentral.
Wir müssen aufs Wahlrecht schauen. Also ich mache im Moment Hausbesuche, so wie andere das auch machen. Immer wieder trifft man Menschen, die hier seit Jahrzehnten wohnen und an keiner politischen Entscheidung mitwirken können. Das halte ich für gruselig. Damit produzieren wir Desintegration im Land, statt für Integration zu sorgen. Und letztlich geht es darum, in allen gesellschaftlichen Bereichen offen zu sein für alle Menschen, die sich da einbringen wollen. Das betrifft uns als Parteien. Wenn man dann auf die künftige Zusammensetzung schaut des Deutschen Bundestages, wird man wieder sehen, wer da seine Hausaufgaben macht und wer seine Hausaufgaben nicht macht. Aber es ist eben auch eine Frage von Verwaltungen, von Behörden, von Polizei und anderen gesellschaftlichen Bereichen mehr, wo wir eben dafür werben müssen, zusammenzukommen. Mir wäre, um ein konkretes Projekt anzusprechen, nachdem wir gefragt worden, wichtig, was wir auch vereinbart haben, so etwas wie Orte der Begegnung zu schaffen. Also wieder zu lernen, nachdem wir jetzt viele Jahre hinter uns haben, wo Kirchengemeinden, starke Vereine überall ihre eigenen Häuser hingestellt haben, mittlerweile die Mitglieder weniger werden und älter werden und niemand mehr Lust hat, den Rasen drumherum zu mähen und die Sträuche zu schneiden, dass wir ein Programm haben, es ist von sozialer Infrastruktur die Rede gewesen, in die Mitte wieder sowas, ein Gebäude für alle zu haben. Und ich glaube, die eigentliche große Aufgabe wird nicht das Bauen sein. Das würden wir schon irgendwie hinbekommen. Die eigentliche Aufgabe ist, wenn dann so ein Ort für alle in der Mitte steht, wie wir das hinbekommen im Land, dass der auch wirklich von allen angenommen wird, genutzt werden kann, dass er nicht okkupiert wird von einigen wenigen starken Gruppen im Ort, die das dann wieder als ihren Ort begreifen und andere letztlich denken, dann, das ist nicht ihres, da haben sie nichts mit zu tun, sondern dass wir da die Vielfalt wirklich leben. Und das wäre für mich ein Beitrag, wirklich auch unser Thema, das wir gerade heute haben, zu erden. Also am Ende geht es darum, dass sich Menschen begegnen können, dass sie sich fremd sein dürfen, natürlich gerne am Anfang, aber dass sie dabei nicht stehen bleiben, sondern dass sie etwas voneinander erfahren können, aufeinandertreffen können, dass das nicht nur Funktionäre und Engagierte und in Organisationen Funktionäre sind, sondern dass es die ganz normalen Menschen sind, die hier nachbarschaftlich zusammenleben, von denen viel zu viele auf ihren eigenen Umlaufbahnen und einfach im Alltagsstress unterwegs sind und die Begegnungen und die Beziehungen zu anderen eben dabei häufig auf der Strecke bleiben. Viele leben das schon als ihren Alltag, andere müssen wir dazu verstärkt einladen. Und das ist auch unser fester Wille, das in der nächsten Wahlperiode vom Bund noch stärker zu unterstützen. Vielen Dank, Herr Castellucci. Sie haben jetzt gerade ein paar Punkte aufgeworfen, die ich gerne aufgreifen möchte und dabei gerne auch noch einen Perspektivenwechsel nochmal einladen möchte, dass ja viele Menschen, die eben in Migranten-Selbstorganisationen sich engagieren, einfach sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen haben. Ne? Und daher auch die Frage, also zwei Fragen im Endeffekt, also die geht an die Runde, die würde ich gerne von allen sozusagen beantwortet wissen. Welche regionalspezifischen Förderinstrumente, also Sie hatten ja jetzt gerade das Haus einer Begegnung zum Beispiel vorgeschlagen, welche regionalspezifischen Förderinstrumente und Strukturen würden Sie etablieren, um eben insbesondere Akteurinnen der trans- und interkulturellen Bildung und der Integrationsarbeit bedarfsgerecht zu unterstützen und gleichzeitig mit welchen Konzepten, Sie hatten es eben auch angesprochen, Herr Castellucci, mit welchen Konzepten wollen Sie der populistischen Vereinnahmen durch vor allem rechte Strukturen, Organisationen des Begriffs Migration entgegenwirken? Also, dass man da sozusagen auf mehreren Ebenen gleichzeitig denken muss. Was sind da Ihre Gedanken dazu, Frau Werner zum Beispiel? Na gut, das Beispiel da direkt aufgegriffen, was eben gemacht wurde, das Haus der Begegnung. Ich glaube, das ist ja der Ansatz dessen, dass viele Menschen gemeinsam sich begegnen und unterstützen können. Also ich glaube, das muss bei uns allen mit an vorderster Stelle stehen, weil man sich ja da auch gegenseitig helfen kann. Und das war jetzt ja im Vorbeitrag völlig richtig angesprochen. Der Staat muss gucken, da auch Kommunen unterstützen zu können. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, da sind viele Kommunen hoch verschuldet. Ich glaube, unter den Top 20 in Deutschland sind aus Rheinland-Pfalz 11 Kommunen. Selbst mein Wahlkreis Trier oder die Stadt Trier ist ja hoch verschuldet. Und wenn wir dann halt viel über Ehrenamt oder freiwillige Leistung in den Kommunen finanzieren, was ja passiert, dann wird ja genau da gestrichen. Und ich glaube, deshalb war es jetzt so wichtig, auch nochmal zu betonen,
dass wir weg von Projektförderung müssen, dass wir tatsächlich dauerhafte Förderung stärken müssen. Für uns wäre bei auch Förderung geldmäßig einmal der Ansatz, auch dass die gegründete Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt tatsächlich vor Ort Strukturen fördert und keine Parallelstrukturen da zustande kommen, dass man da einerseits guckt. Aber was Herr Castellucci jetzt auch gesagt hat, ist das Demokratiefördergesetz. Und das muss wirklich dringend jetzt in der Wahlperiode, in der neuen Wahlperiode auf den Weg gebracht werden. Das darf nicht mehr blockiert werden. Das ist auch eins der Bausteine, die man da haben muss. Das andere, was Sie angesprochen haben, ich glaube, das ist jetzt auch ziemlich vielfältig in der Natur. Also, dass man das nicht von rechten vereinnahmen lässt. Ich glaube, das sind ja unterschiedliche Ebenen. Das ist einmal Demokratieverständnis, Demokratieförderung, und die beginnt ja nicht irgendwie nur bei Vereinen, Organisationen, sondern tatsächlich, sie beginnt ja in der Schule oder eigentlich schon im Kindergarten. Verständnis von Demokratie, mitbestimmen, mitgestalten, mitreden, mit umsetzen. Es gibt ja da verschiedenste Ansätze, die man machen muss, aus unserer Sicht. Also auch Kindergärten können ja Begegnungsstätten von vielfältigen Kulturen sein, wo sie voneinander lernen. Und das geht ja dann weiter in der Schule, diese Gemeinsamkeiten, die man dann in der Ausbildung stärken muss. Ich glaube eben dieses gemeinsame, vielfältige, bunte Zusammenleben. Da braucht es viele Ansätze noch. Aber deshalb das Beispiel, dieser Ort der Begegnung ist ja dann tatsächlich auch die Möglichkeit, auch in der Nachmittagszeit oder abends gemeinsam viele Sachen erleben zu können. Dann glaube ich, klar, die Stärkung des Ehrenamts, das wurde auch angesprochen, also Ehrenamt braucht Hauptamt, aber das ist dann auch wieder diese Finanzierungsfrage, die da noch möglich ist. Ja, Bildung hatte ich angesprochen. Ich glaube auch, gerade was jetzt das Verständnis ist, das ist auch wieder so eher lokale Aktivitäten vor Ort, dass es eben starke Bündnisse gibt für Demokratie, die auch auf die Straße gehen, wenn Rechte versuchen, die Straße zu vereinnehmen. Das sind aber auch alles wieder Strukturen, die vor Ort breite bürgerliche Bündnisse auf die Beine gestellt werden müssen. Da greift wieder Ehrenamt, beziehungsweise da gibt es ja auch die Möglichkeit, über Demokratie leben. Aber das sind eben alles so Förderprojekte, die immer wieder in Bürokratie und in Beantragungswahnsinn ja eigentlich münden. Insofern, da müsste man auch vor Ort nochmal Ehrenamtsagenturen viel besser stärken, sie auch besser ausfinanzieren, um eben vor Ort direkt auch die Ansprechpartner zu haben, die unterschiedlichen Verbände, Organisationen vernetzen können und diese Gemeinsamkeit herstellen können. Ja, an der Stelle da erstmal Punkt, weil ich glaube, wenn man in die Bildung reingeht, dann kommt da wahrscheinlich bei jedem von uns nochmal 20 Minuten und mehr als Vortrag. Vielleicht auch nochmal eine Korrektur meinerseits zu dem von mir vorhergesagten. Und zwar sind die Teilnehmenden von dem vorherigen Panel dazu eingeladen, wenn es davon jemanden gibt, eben in den letzten 10 Minuten sozusagen den freien Sitz einzunehmen, falls es da nochmal Bedarf gibt, bestimmte Punkte sozusagen in diese Runde mit hineinzutragen. Genau. Dann übergebe ich sehr gerne nochmal das Wort an den Herrn Agelidis. Was sind Ihre Gedanken dazu zum Thema regionalspezifische Förderinstrumente? Also ich denke, dass wir tatsächlich zu diesem Thema Infrastruktur immer wieder zurückkommen. Wir brauchen eben eine entsprechende soziale Infrastruktur. Wir brauchen aber auch eine, ich nenne es jetzt mal beratende Infrastruktur, beratende und unterstützende Stellen. Allerdings, und da bin ich als jemand, der viele, ich will nicht sagen Jahrzehnte, doch schon fast Jahrzehnte im Ehrenamt unterwegs war an der Basis, jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre, Ehrenamt braucht Hauptamt, dann sage ich ja zur Unterstützung, aber bitte nicht zum Abarbeiten von Bürokratie, die Politik jedes Jahr immer erhöht. Ja, das ist nämlich für einen Ehrenamtlichen ein Stück weit dann irgendwo ein bisschen zynisch, dass er sagt, wunderbar, jetzt bezahle ich quasi noch das Ehrenamt dazu oder das Hauptamt dazu, weil Politik immer mehr Bürokratie wahnsinnig, ich nenne es jetzt mal so, aufbürdet. Also da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass das Hauptamt mehr wirklich ein Add-on und ein Mehrwert ist und nicht nur, ich nenne es jetzt mal, durch den Dschungel der Bürokratie führt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darf ich?
Darf ich an der Stelle eine Rückfrage stellen? Ja, bitte. Denn aus der Perspektive, aus der ich das zum Beispiel jetzt die Frage wahrnehme, gilt es meiner Meinung nach auch zu bedenken, gerade die Menschen, die mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ins Ehrenamt gehen, ja. Ehrenamt muss man sich ja sozusagen auch leisten können. Ne? Ja. Aber gestatten Sie mir den Hinweis, genau das meine ich. Also die Hauptaufgabe von eben Hauptamtlichen darf eben nicht, muss genau in die Richtung gehen, die Sie gesagt haben, genau diesen, ich nenne es jetzt mal das, was nachgeholt werden muss an Know-how, an Wissen, an Erfahrung, das zu unterstützen, auch in der Arbeit, in der Vernetzung, in was auch immer. Aber wenn ich gehört habe vom letzten Panel, ja, es ist so unglaublich einfach, die Anträge über House of Resources zu stellen, da sage ich ganz im Ernst, okay, warum ist das nicht grundsätzlich einfach? Ja, also das ist doch absolut die Frage. Und dann kann sich House of Resources um ganz andere, vielleicht viel wichtigere Dinge kümmern. Also nur um Beispiel dazu geben. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall hin und wir müssen tatsächlich mehr zu diesem Allgemeingültigen kommen. Da möchte ich Herrn Castellucci ausdrücklich recht geben. Es bedeutet doch am Ende des Tages, dass alle mittendrin sind und dass wir nicht parallel Dinge für ewig haben. Und es bedeutet aus meiner Sicht auch vom Verständnis her, was wir für Gesellschaft haben, auch wenn wir über mehr Staatsbürgerschaften gesprochen haben oder gesprochen wurde vorhin. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, gerade bei einer Veranstaltung der Migranten-Dachorganisation, wo dann eben vom Moderator gefragt worden ist, naja, als was fühlt man sich denn eher als Grieche oder als Deutscher oder als was auch immer? Alleine, dass wir heute 2021 diese Frage überhaupt stellen, zeigt, wie viel des Weges wir noch vor uns haben. Ja, warum bin ich beschränkt auf eins als Mensch, als Bürger? Ja, warum kann ich nicht beides fühlen und im Zweifel, wenn ich 20 Jahre in Schottland gelebt habe, mich auch noch als Schotte fühle? Also dieses, wenn wir über Vielfalt reden, dann müssen wir aufhören oder dann müssen wir das überwinden, dieses etwas ist fremd oder etwas ist anders. Wir müssen wirklich dieses Thema der Vielfalt akzeptieren. Und da, glaube ich, müssen wir deutlich mehr hin. Und so wichtig Antidiskriminierungsstellen auch sind, ich möchte gerne, dass wir als Gesellschaft daran arbeiten, dass grundsätzlich diejenigen, ich sage jetzt mal, dass wir alle erreichen, dass sie mal anfangen zu überlegen, wann und wo sie diskriminierend handeln. Ja, anstatt dass jemand, der diskriminiert wurde, irgendwo etwas aufsuchen muss, um sich zu wehren. Also ich finde, als Gesellschaft haben wir eine viel wichtigere Aufgabe. Das heißt, Sie appellieren eher an Prävention? Ich glaube, das ist nicht nur Prävention, sondern es ist wirklich auch ein Bildungsthema in jeglicher Hinsicht. Und das beginnt tatsächlich auch schon bei den Kleinsten. Also ne, im Kindergarten, in der Schule. Wir haben im Familienausschuss, da war ich quasi schockiert zu sehen, dass das ja der Staat oder die Exekutive weiß und so wenig daran handelt. Wenn ich dann höre vom entsprechenden Bericht der Ausländerbeauftragten, dass wir hier dass es quasi bewiesen ist, dass sehr häufig Kinder mit Migrationshintergrund bei gleichen Leistungen in der Schule schlechter benotet werden, dann ist das, also das ist ein Skandal. Und wenn Sie einen Schüler, eine Schülerin haben, die das 5-10 Jahre lang durchlebt, ja, mit welchem Projekt wollen Sie ihr weismachen, dass sie ja nicht diskriminiert wird oder dass das alles besser wird? Also ich glaube, da müssen wir wirklich dicke Bretter bohren. Und klar ist ein Demokratiefördergesetz da wichtig, aber das wird es nicht ersetzen. Also ich möchte daran appellieren auch, dass wir wissen, dass die Gesetze das eine ist, aber das wirkliche Arbeiten an diesen Strukturen, an diesen Symptomen das andere. Und letzten Gedanken dazu, und deswegen glaube ich auch und bin ich überzeugt davon, Sie können sich das auch angucken, bin mir da ziemlich sicher, da gibt es einen Zusammenhang, wenn Sie sich die Wahlergebnisse auf der letzten Bundestagswahl angucken oder auch anderer Bundestagswahlen dort, wo das Ehrenamt entsprechend wirklich aktiv, verwurzelt, breit gefächert ist, wo Menschen sich entsprechend stark engagieren, ist der Einfluss und sind die Ergebnisse von extremen Parteien, von extremistischen Parteien, immer deutlich niedriger als da, wo es nicht ist. Und deswegen geht es eben grundsätzlich, das Ehrenamt zu stärken. Weil dort nämlich Demokratie auch gelebt und erfahren wird. Und wenn wir es dann noch hinkriegen, so wie Herr Professor Castellucci es gesagt hat, dass wir sagen, jo, und quasi alle, die neu dazukommen, ja, oder dazugekommen sind, oder alle, die Migrationshintergrund haben, sind da mittendrin. Das ist doch eigentlich dann das, was wir als Gesellschaft wollen.
Die Migranten-Dachorganisationen sind in der Hinsicht einfach unglaublich wichtig, weil es immer wieder spezielle Themen gibt, die eben bestimmte Menschen besonders interessieren oder weil sie eben auch eine besondere Scharnier- und Brückenfunktion haben. Danke. An der Stelle möchte ich gerne in Richtung Technik oder auch in die Gruppe fragen. Genau, Frau Zastrow möchte gerne am Fishbowl teilnehmen, genau mit Blick auf die Uhr würden die nächsten Minuten jetzt sozusagen eingeläutet werden. Ja, dann sind Sie herzlich willkommen im Fishbowl. Dankeschön, Dankeschön. Herr Ergelidis, ich möchte gerne auf einen Satz eingehen, den Sie gesagt haben, den ich sehr, sehr schlau fand. Ich habe aber auch gemerkt, dass wir manches noch nicht ganz gut dargestellt haben, was House of Resources macht. Und zwar das Thema, wir könnten, also House of Resources könnte sich ganz anderen Dingen widmen oder sich um andere Dinge kümmern, wenn diese Bürokratie nicht so schwierig wäre. Das ist, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Die Bürokratie zu bewältigen ist nicht unser liebster Job bei House of Resources, aber wir tun es gerne, weil es eben nötig ist momentan. Ich möchte aber gerne noch hinzufügen, wir machen natürlich nicht nur Antragsschreiben mit den Vereinen. Also wir haben ja, nein, das meine ich jetzt nicht als Korrektur zu Ihnen, dass Sie mich nicht missverstehen. Ich wollte es nur noch mal in die Runde geben. Also House of Resources steht gerade für das Thema Vernetzung, für verschiedene Vereine, verschiedene Communities, Gruppen, Stadtteilmenschen an einen Ort zu bekommen und sich über Querschnittsthemen, über Themen, die die Leute einzeln auch persönlich angehen, zu verständigen, worüber ja auch der Kontakt dann zwischen den Menschen tatsächlich erst zustande kommt. Also ich verbinde mich mit Menschen, weil wir gemeinsame Ziele und Themen haben und dergleichen. Das heißt, ich denke, wenn das mit der Bürokratie etwas leichter wäre, wäre House of Resources trotzdem immer noch sehr sinnvoll, um genau diese Orte der Begegnung zu schaffen und mitzugestalten, im Sinne von, wir bringen die Vereine zusammen, die wiederum ihre Ideen und Themen mitbringen und alle zusammen bringen dann diesen, können dann diesen Ort gestalten für die Verständigung, für den Austausch und für die Gemeinsamkeit. Es gab auch noch genau. Zwei Meldungen und sagen, wahrscheinlich also möchten Sie da noch kurz drauf eingehen. Okay, wunderbar. Genau, und zwar gab es zuerst eine Meldung von dem Herrn Krull und danach von Frau Werner. Erstmal Entschuldigung für die technischen Schwierigkeiten. Wir haben gerade ein paar Fernsehteams, die nutzen unser WLAN offensichtlich sehr intensiv, weil wir morgen eine MP-Wahl haben. Das an erster Stelle und zweiter Stelle. Es geht mir einfach um die Sichtbarkeit. Es ist wunderbar, wenn wir Orte haben, wo Veranstaltungen auch stattfinden können, aber es geht auch darum, diese Kultur, diese Veranstaltung in die breite Öffentlichkeit zu tragen, um Verständnis zu schaffen und Möglichkeiten der Begegnung auch zu haben. Weil man muss auch ehrlich sein, an der Stelle, so schön solche Begegnungsfeste auch sind, die den internen Kreis dann auch stattfinden, wir erreichen da nicht die breite Masse. Das zweite Thema an der Stelle ist auch die Frage von Mobilität. Das mag in Berlin vielleicht ein bisschen anders darstellen oder in Hamburg, aber im Flächenland Sachsen-Anhalt geht es auch darum, Mobilität zu ermöglichen, dass Angebote auch genutzt werden können, die für House of Resources auch bereitgestellt werden. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein großes Thema, wie wir auch Mobilität auch an der Stelle sicherstellen können, auch durch Förderungsmaßnahmen zum Beispiel. Vielen Dank. Frau Werner, Sie bekommen das Wort und danach sehe ich die Meldung von Frau Zastrow. Ja, wir haben ja jetzt gerade eben das Beispiel oder die Begründung gehabt, warum Netzausbau auch so wichtig ist, ganz dringend. Das gehört ja auch mit dazu im Ehrenamt. Ich wollte einfach das, was Frau Zastrow nochmal gesagt hat, wirklich unterstreichen. Also ich glaube ja nicht, dass das Hauptaugenmerk ist auf Bürokratie oder weil zu viel Bürokratie, die muss abgebaut werden, da sind wir uns auch alle einig. Aber wir wissen ja auch im Bundestag durch die vielen Anhörungen im Unterausschuss, dass ja alle Organisationen das Problem, also einmal das Problem hatten durch Corona, durch die Pandemie, sich da weiter aufrechtzuerhalten und zu vernetzen. Aber wir alle wissen, dass es in der heutigen Zeit ja auch immer schwieriger ist, Nachwuchs oder Leute zu finden, die sich auch organisieren, die sich im Ehrenamt langfristig organisieren. Und ich glaube, deshalb nochmal verstärken, dass es das Hauptamt ja wirklich braucht für Vernetzung, für Zusammenhalt, für Nachwuchs. Und wenn es so einfach wäre, das Ehrenamt nur in den ländlichen Raum zu bringen und dann haben wir bessere Wahlbeteiligung und so. Ich glaube, das wissen wir ja auch aus dem Unterausschuss, dass es eben viele Faktoren sind, dass der ländliche Raum mobilmäßig nicht angebaut ist, dass uns da einfach andere Infrastruktur fehlt. Also so einen Verein da mal hinbringen, ich glaube, da finde ich zwei Leute oder drei. Ich glaube, das sind viel, viel mehr Faktoren. Und umso mehr muss man da auch gucken, dass es diese Orte der Begegnungsstätten gibt,
um wie ein Netzwerk sich dann langsam auszuweiten und in viel mehr Städten da auch diese Haus der Begegnung, der Gemeinsamkeit, der Vielfalt eben wirklich zu leben. Und das geht nur unterstützend mit Hauptamt. Also es soll ja nicht so sein, dass Ehrenamt wegfallen soll in der Art. Ich glaube, das macht ja unsere Gesellschaft stark, diesen Zusammenhalt im Ehrenamt, im bürgerschaftlichen Engagement. Mhm. Es gab auch noch eine weitere Meldung, ich glaube, das war die zweite Meldung von Frau Zastrau. Gleichzeitig auch mit Blick auf die Zeit wollte ich sehr gerne auch Frau Pohlert nochmal die Möglichkeit geben, falls Sie zu den bisher genannten Punkten sich äußern wollten, nachdem Frau Zastrau ihre Meldung. Genau, und dann würden wir danach schon in die Schlussrunde kommen müssen. Ich fasse mich auch ganz kurz. Ich wollte nur noch mal aufgreifen. Ich habe verstanden, Herr Krull, dass Sie sagten, Begegnungsfeste oder interne Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Wortlaut war. Ich möchte nur noch mal klarstellen, was wir machen, das sind keine Begegnungsfeste, wo man einfach nur Folklore feiert oder so. Das geht um Begegnung zu Themen. Es geht um Bildungsveranstaltungen und dergleichen, die sich an ein ganz breites Spektrum richten. Also es geht uns nicht um die Folklore-Veranstaltung für 2-3 Vereine, sondern es geht wirklich um gesamtgesellschaftlich relevante Themen, die die Menschen in den Stadtteilen auch bewegen. Eine Meldung von Herrn Krull und danach bekommt das Wort Frau Pohlert. Mir ging es jetzt nicht darum, irgendwelche Begegnungsfeste hier negativ darzustellen, sondern mir ist bewusst, es geht auch um inhaltliche Arbeit, es gibt um die verschiedensten Vereinsaktivitäten. Mir ist nur wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht nur darum, diese Angebote an einem bestimmten Standort, in einer Stadt, einem House of Resources stattfinden zu lassen, sondern dass solche Angebote auch in die breite Fläche getragen werden müssen, um einfach auch mehr Menschen zu erreichen, um auch Möglichkeiten der Begegnung außerhalb der Zentren zu ermöglichen, was ich, wie gesagt, in einem Flächenland als besondere Herausforderung sehe. Frau Pohlert, dann dürfen Sie jetzt gerne das Wort ergreifen. Ja, vielleicht kann das Frau Zastrau ja noch mal kurz erläutern, inwieweit House of Resources einfach auch Mittel hat für Fahrkostenerstattung. Das ist nämlich eigentlich gar keine, also wir haben oftmals versucht, auch Roma-Organisationen in Niedersachsen zu vernetzen und das ist ganz oft an Kostenübernahme gescheitert, gerade bei Jugendlichen. Mein Kommentar ging aber eigentlich auch dahin, um auch das mit einem Beispiel zu ergänzen, das, was Frau Zastrau ja auch gesagt hat, eben nicht nur Migrantinnen-Selbstorganisationen in dieser Integrationsschublade zu sehen, weil Integration wird zumindest in den Köpfen ja irgendwie nur so einseitig gedacht, aber es ist ja viel mehr, es ist ja Arbeitsmarkt, Gesundheit, etc. Oder das Beispiel, was ich genannt habe, Menschen mit Behinderung und da auch die Vernetzung mit den jeweiligen, genau, Verbänden, Organisationen zu suchen. Das findet teilweise statt, wenn wirklich eine Migrantinnen-Selbstorganisation sich speziell auf das Thema fokussiert hat. Aber auch da gibt es dann die Schwierigkeit, dass sie Schwierigkeiten haben, Töpfe zu generieren, weil dann wird gesagt, aha, Umut e.V. ist nur eine Migranten-Selbstorganisation. Und das müssen wir wirklich langsam mal aufbrechen, weil wir wirklich professionell agierende Migrantinnen-Selbstorganisationen haben, total viel Know-how. Und ich glaube, da kann und soll auch House of Resources eben diese, ich nenne es jetzt mal MittlerInnen-Funktion sein. Ich komme ja auch aus dem ländlichen Raum. Ich glaube, durch die Pandemie hat man auch gesehen, wie wichtig diese MittlerInnen-Funktion auch ist, gerade in diesen Fragen jetzt Gesundheit, auch im Bildungsbereich. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, werden digitale Formate für den ländlichen Raum bleiben. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir haben beispielsweise mal jetzt auch im Zuge von Hanau und Halle bei der Diskussion um Antidiskriminierung und Weiterentwicklung des Bundesantidiskriminierungsgesetzes alle Akteure im Bereich der Antidiskriminierung zusammengebracht. Und oh Wunder, auch dort gab es noch keine Vernetzung. Also die Seniorinnengruppen haben sozusagen Diskriminierung im Alter immer unter sich diskutiert. Die queerpolitischen Organisationen manchmal vernetzt mit anderen, aber auch eher in der eigenen Community. Und wir hatten das Gefühl, dass wir zum ersten Mal alle an einen digitalen Tisch zusammengebracht haben. Also da auch nochmal für uns wichtig, ganz deutlich zu sagen, die Vernetzung und das Systemische
in diesem Bereich ist essentiell. Ja, mit Blick auf die Zeit müssen wir quasi schon in unsere Schlussrunde gehen, um vielleicht die Punkte nochmal aufzugreifen, die aufgefasst wurden, waren einerseits, dass eben die Antirassismusarbeit auch als tragende Säule zu verstehen sein sollte, dass es den Bedarf nach mehr Orten der Begegnung gibt, um einfach soziale Infrastrukturen zu fördern und dass dauerhafte Förderung statt Projektförderung etwas wäre, was wünschenswert wäre. Die Frage, wie kann eben das Demokratieverständnis vielleicht schon in Räumen wie Kita und Schule gefördert werden? Und das Thema Mobilität, da es eben Herausforderungen in der ländlichen Region nach wie vor gibt. Dann ein weiterer Punkt war eben, wie notwendig das Hauptamt sei oder sein könnte, sein sollte. Und dann auch noch aufgrund eben der Herausforderungen in ländlichen Regionen, inwieweit eben digitale, hybride Formate auch noch mehr eingebracht werden könnten. Was ist denn das, was Sie jetzt mitnehmen, vielleicht so für die Schlussrunde in den nächsten in die nächste Koalitionsphase sozusagen? Wer sich am meisten inspiriert fühlt, darf sehr gerne das Mikrofon ergreifen. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt alle noch mal was sagen sollen. Ich hatte jetzt ja mich vorhin auch auf die Fragen nicht gemeldet, wo es auch noch mal darum ging, was man denn vor Ort dezentral machen kann. Das passt ja jetzt auch sehr gut zu der Frage, die eben gestellt wurde. Ich würde vielleicht ganz kurz, da ich gerade sehe, wir sind offiziell schon bei der Schlussuhrzeit angekommen. Ist das für alle Teilnehmenden gerade in Ordnung, noch ein paar Minuten für die Schlussrunde zu überziehen? Ist das möglich? Wir hatten ja auch später begonnen. Unsere 60 Minuten laufen auch. Okay, gut, wunderbar. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, nur sicher gehen, dass wir gleich niemanden verlieren mittendrin. Ja, das war sehr umsichtig. Vielen Dank. Also der Punkt ist, dass wir auch bei der Frage, was vor Ort angeboten wird, auch auf Vielfalt setzen sollten. Also ich glaube, dass Sie da mit diesem jetzt über mehrere Jahre entwickelten Projekt House of Resources einen guten Baustein mit in die Arena geworfen haben. Ich habe in meinem Wahlkreis beispielsweise ein Mehrgenerationenhaus. Da frage ich mich allerdings auch bei der hervorragenden Arbeit, die dort läuft, warum ich nur bei 250.000 Bewohnerinnen und Bewohnern nur ein Mehrgenerationenhaus im Wahlkreis habe. Wir haben teilweise Kindertagesstätten, die sich aufmachen, Familienzentren zu werden, weil sie dort wirklich alle beisammen haben, weil die Kinder aus dem Quartier, aus dem Stadtteil ja dort alle hingehen. Da sind dann alle Familien beisammen. Da muss man sich nicht, wie jetzt hier im Chat steht, da muss man nicht im Konzept haben, dass man interkulturell und offen ist, sondern da sind einfach schon alle da. Und dort müssen dann aus meiner Sicht auch die Kompetenzen da sein, mit dieser Vielfalt eben gut umzugehen, was in Wahrheit auch bedeutet, dass die mehr Ressourcen brauchen, ja, weil die ein Management von ganz, ganz vielen Fragen bei der Elternarbeit, wie geht es in anderen Lebensbereichen an Beratung heute schon leisten, für das ihnen eigentlich niemand Ressourcen heute zur Verfügung stellt, jedenfalls nicht ausreichend. Also auf diese vielfältige Landschaft würde ich da setzen, auch auf die Kreativität von Menschen, die sich und auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich da einbringen. Und auch die Migranten-Selbsthilfegruppen könnten sich ja auch bewerben, auch auf diese anderen Bereiche. Das ist ja nichts, was festgelegt wäre, dass man sozusagen nur in Anführungszeichen das eigene machen kann. Am Ende will ich wirklich nochmal dafür werben, dass wir auf so eine Art und Weise wirklich zu der gelebten Vielfalt kommen können, die wir ja anstreben, dass das einfach unser Alltag ist und dass wir das miteinander einüben und dass wir darüber auch positiv reden. Ich habe auch schon Häuser der Vielfalt besucht, wo nur diejenigen waren, die von Vielfalt ohnehin begeistert sind und andere gar keine Zugänge dahin bekommen haben. Das sind dann Experimente, die uns eigentlich zeigen, wie es sozusagen auch nicht geht. Wir müssen das, was an Vielfalt im Land da ist, vor allem auch zur Sichtbarkeit verhelfen.
Und damit das besser gelingen kann, das will ich abschließend nochmal sagen, ja, kann man auch nicht sofort nur auf Zusammenleben und Miteinander und Kooperation setzen, sondern da muss man die Menschen und die Gruppen einzeln auch dabei unterstützen, dass sie erstmal ihren eigenen sicheren Stand finden. Das ist bei einem einzelnen Individuum, die sind das die sozialen Fragen, die hier ja durchgängig angesprochen worden sind, dass wir dafür sorgen müssen, dass es nicht am Geldbeutel hängt, ob man sich irgendwo engagieren kann und Zugänge hat und bei der Bildung erfolgreich sein kann. Aber das sind eben auch bei Gruppierungen und einzelnen zivilgesellschaftlichen Organisationen im Land erstmal, dass man sich selber auch gut organisieren kann. Und dafür gilt es eben auch dann dauerhafte Mittel zur Verfügung zu stellen auf den Ebenen, auf denen diese Organisationen unterwegs sind. Das halte ich so für einen sinnvollen Ansatz, und dass da noch viel Luft nach oben ist, ist klar. Findet es den Begriff der, wo wir so viel über Infrastruktur reden, den Begriff der Sozialinfrastruktur, der heute gefallen ist, einfach einen ganz, ganz wichtigen. Am Ende sind es aber die Menschen, die diese soziale Infrastruktur dann auch ausfüllen und lebendig machen. Und die müssen wir stärken. Das betrifft nicht nur solche Projekte, wie wir sie heute besprochen haben, sondern insgesamt die Fragen von Teilhabe in unserem Land. Deswegen setzen wir ja auch dieses Stichwort Respekt jetzt noch in den nächsten beiden Wochen. Ich wünsche allen, die uns zugeschaut haben, alles Gute und hoffe, dass wir zu diesen Fragen miteinander in Kontakt bleiben. Vielen Dank. Ich gebe sehr gerne das Wort weiter. Gerne an den Herrn Krull. Vielen Dank, Herr Castellucci. Was nehmen Sie konkret mit in die Koalitionsverhandlungen? Ich vermute, ich werde nicht mit im Koalitionsverhandlungstisch sitzen. Das ist auch abhängig sicherlich von den Wahlergebnissen an der Stelle. Aber unabhängig davon, eins ist klar, Planungssicherheit. Planungssicherheit für alle Beteiligten, sowohl für die Vereine als auch für die Träger in unterschiedlichen Modellen. Und vor allem auch die Frage, wie können wir die Angebote, die schon da sind, auch miteinander vernetzen. Ob das jetzt House of Resources ist, ob das jetzt die Landesarbeitsgemeinschaft der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt ist, ob das die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen ist, ob das die Begleitausschüsse der Partnerschaft für Demokratie sind. Es gibt viele Leute, die sich sehr engagieren. Da müssen wir Ressourcen bündeln, und zwar nicht im Sinne von Ressourcen dann einzusparen, sondern das, was an Mitteln da ist, zielgerichtet einzusetzen. Und auch dafür sorgen, dass das Thema politisch sichtbar ist und kein Thema ist, was in kleineren Gremien nur behandelt wird, sondern die der gesellschaftlichen Resonanz und Relevanz angemessen auch sich in den verschiedenen Parteien wiederfindet. Das ist auch ein Arbeitsauftrag, den ich auf dieser Veranstaltung hier wieder mitnehme für mich selbst. Und schlussendlich kann ich nur allen wünschen, bleiben Sie positiv gestimmt und negativ getestet. Herr Agelides, Sie dürfen gerne anknüpfen. Ja, obwohl ich ja eigentlich ein bisschen verwundert bin, dass jetzt hier nun fortwährend nur die Herren der Runde sich hier gerade melden. Also eigentlich ist ja die Schlussrunde. Katrin, Felicity. Was nehme ich mit? Also ich würde mir wünschen, dass die Idee des Ehrenamtschecks, wo wir Bürokratie abbauen, wirklich für das gesamte Ehrenamt und spürbar, dass das in der nächsten Legislatur auch wirklich gelingt, dass wir über einen Hauptausschuss bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft endlich genau diesen Themen die Bedeutung im Bundestag auch zukommen lassen, die sie verdienen. Denn die Menschen, die sich engagieren, millionenfach im Lande, die verdienen das auch. Diese Sichtbarkeit, der nächste Punkt ist, Herr Professor Castellucci hat es ja auch angesprochen, das Thema, dass wir rauskommen müssen, dass erfolgreiche Projekte quasi mehr oder weniger eingestampft werden, weil wir uns was Neues überlegen müssen, dass das der Vergangenheit angehört. Das funktioniert in dem Augenblick, wo man implementiert oder wo man implementiert, diese ganzen, also wo man quasi einführt, ein Evaluationsprozess, wo man dann sagt, all diejenigen Projekte, die sich als wirklich sinnvoll und gute Dinge dargestellt haben, die kommen eben in die Dauerfinanzierung aus. Ja, also da müssen wir nicht jedes Jahr oder alle 3 Jahre wieder das Rad neu erfinden und neu machen. Das ist der Punkt. Das Thema soziale Infrastruktur habe ich auch angesprochen, und selbstverständlich gehört eben dazu, dass ich eine Strukturförderung, auch eine Anschubförderung habe, all derjenigen, die neu sozusagen dazukommen.
Ja, und last but not least gehört natürlich das ganze Thema der gesellschaftlichen Entwicklung hin zu dem, dass wir das mit Leben, dass wir genau die Menschen haben, die all das mit Leben ausfüllen, dazu. Die Idee, dass man beispielsweise auch, das ist der letzte Baustein, den ich dazu noch sehe, zumindest heute in der jetzigen Situation, dass wir sagen, ob es jetzt ein Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser sind, all diese Dinge, die eben dazu helfen, ob es das House of Resources ist, die genau diese Ziele, die wir wollen, eben mehr Partizipation, mehr Bürokratie, mehr, ich nenne es jetzt mal Integration oder mehr Vielfalt, mehr auch soziale, sag jetzt mal, soziales Einbinden, all diese Dinge, dass wir diese Häuser alle stärken. Also ob das sonst so die Mehrfamiliengenerationenhäuser sind, die gute Arbeit machen, Familienzentren, House of Resources oder ähnliche Strukturen, dass wir auch da entsprechend die Vielfalt sehen und auch die besonderen Stärken der einzelnen Strukturen und das entsprechend dann auch fortführen. Das sind, denke ich, schon vier sehr gute Bausteine, mit denen man dann in Koalitionsverhandlungen und dann in einer neuen Regierung durchaus eine Menge gute Punkte setzen kann. Vielen Dank, Herr Angelides. Ich gebe gerne das Wort weiter an Frau Werner und danach Frau Pollert und dann darf Frau Zastrau das Schlusswort für heute sprechen. Ja, danke, was ich mitnehme. Dass es eine sehr informative, sehr aufschlussreiche und wichtige Veranstaltung war und auch von der Teilnehmerzahl her ja sehr, sehr gut besucht war. Und dass man, glaube ich, sowas regelmäßiger machen sollte, nicht jetzt nur vor Wahlen für den Koalitionsvertrag und dann vielleicht auch mit anderen Organisationen nochmal, um eben die Vernetzung, die wir jetzt hier angesprochen haben, übergreifend vielleicht da und den Ideenaustausch ja, vielleicht noch besser hinzukriegen. Ich glaube, das machen Sie ja so auch schon, aber eben dann tatsächlich auch mit Politik und dann tatsächlich hoffentlich, wie Herr Argelides das sagte, mit Vertretern eines Hauptausschusses, weil ich glaube, mit der Sichtbarkeit liegt auch ein Stück weit da das Problem, dass wir ein Unterausschuss sind. Wurde auch angesprochen, Projekte, die sich bewiesen oder gezeigt haben, dass sie notwendig sind und wichtig sind, wie praktisch ihr es müssen raus aus diese ewigen Beantragungen, Fördertöpfen oder Projektförderung. Es bedarf da eine dauerhafte Förderung. Auch das haben wir immer wieder angesprochen. Und ich glaube auch nochmal der Hinweis, der ja war, dass sie auch Projekte haben im ländlichen Raum da reinzuwirken. Das würde ich auch nochmal mitnehmen, weil ja tatsächlich so ein Stück weit die Vernetzung, der Aufbau von Vereinen oder Struktur im ländlichen Raum uns ja auch im Unterausschuss an der einen oder anderen Stelle immer wieder begegnet ist. Insofern, dass man da das auch nochmal in die Diskussion oder den Hinweis auch nochmal mitnimmt bei der Deutschen Engagementstiftung. Das fand ich jetzt auch nochmal, dass es extra nochmal in Chat geschrieben wurde, der Hinweis. Für mich sehr wichtig. War ein toller Mittag, nicht Abend, Mittag, sonst ist man gewöhnt, abends das zu machen. Sehr informativ und Dankeschön und auch an alle, die zugehört haben. Vielen Dank, Frau Werner. Dann geht das Wort an Sie, Frau Pollert. Ja, herzlichen Dank. Und Gregorius, wir haben immer gern das Schlusswort, deswegen wahrscheinlich. Ich kann mich nur wiederholen. Erstmal herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Ganz konkret wichtig für uns, die Migrantinnen-Selbstorganisation in den bestehenden Strukturen stärker in den Blick zu nehmen, zu stärken. Migrationserstberatung ist vom Bund finanziert, da können Migrantinnen-Selbstorganisationen und sollen aus unserer Sicht eine stärkere Rolle bekommen. Dann die zweite Säule, für uns ganz wichtig, und hier müssen Migrantinnen-Selbstorganisationen die tragende Säule werden, der flächendeckende Ausbau von Antidiskriminierungsstellen bundesweit und kofinanziert durch den Bund. Und dann eben im Bereich Demokratie, das Demokratiefördergesetz. Auch dort haben wir sehr zentral die Migrantinnen-Selbstorganisation mitgenannt bei dieser Thematik. Und nicht zuletzt der systemische Ansatz, der von Frau Zastrau ja auch hier nochmal stark gemacht wurde, den unterstütze ich ausdrücklich. Und da bildet natürlich das House of Resources eine wunderbare Basis, die wir fortführen müssen. Und da gebe ich Ihnen auch nochmal zurück. Behalten Sie die Sondierungsgespräche
im Auge und geben sie ruhig dann auch nochmal den Nachdruck in dieser Phase. Das ist immer ganz wichtig. Da lobbyieren nämlich viele Gruppen in der Zeit. Vielen Dank, Frau Pohlert. Ja, dann darf ich an der Stelle das Schlusswort an Frau Zastra übergeben. Ja, danke schön, danke schön. Ich möchte noch einen Satz aufpiksen, der mir so gut gefallen hat, und zwar von Herrn Agelidis. Dieser Ansatz, die Politik müsste die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, dass bei guter Evaluation eine Verstetigung möglich wäre. Das finden wir super. Wir haben eine Evaluation, die uns seit Anfang begleitet hat. Also wenn Sie das in der nächsten Legislaturperiode hinkriegen, geben wir Ihnen die gerne und dann können wir da Fakten schaffen. Ja, genau. Also herzlichen Dank an Sie alle. Es war eine ganz spannende Veranstaltung. Wir sind hier am Ende, aber eigentlich möchten wir betonen, soll das wirklich ein Anfang sein, auch in dem Sinne, wie Sie das gesagt haben, Frau Pohlert. Also House of Resources, das Bundesnetzwerk, steht natürlich bereit für Gespräche im Rahmen der Gestaltung. Was kommt in den Koalitionsvertrag? Was wird danach tatsächlich umgesetzt? Also wir stehen bereit. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir möchten das fortführen, unbedingt mit Ihnen. Gleichzeitig möchte ich auch an das Publikum noch diese Einladung aussprechen. Es war heute nicht möglich, mit Video und Stimmeinbindung sozusagen hier teilzunehmen. Wir haben wahrscheinlich nicht alles aus dem Chat aufgreifen können. Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei einem House of Resources Ihrer Wahl. Wir sind sehr daran interessiert, mit Ihnen zu reden und uns auszutauschen. Ja, sehr herzlichen Dank an alle. Ja, auch ein Dankeschön meinerseits. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, Ihre Fragen. Und ich wünsche Ihnen einen restlichen, angenehmen Tag. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Wiedersehen.